Ja. Und wurden ziemlich hart auseinandergenommen. Und da gab es ein paar menschliche Schwierigkeiten. Dieses Problem mittlerweile aber so gut wie gelöst. Dementsprechend bei Misfits da wieder alles gut. Wart, was? Jetzt? Pick-and-Run-Phase? Jetzt oder was? Ah, geht los. Ja, cool. Ja, schön. Misfits auf der blauen. Jetzt, ja. Und H2K auf der roten Seite. Die ersten Bands sind raus. Ja, wir sehen Tahm Kench und Caitlyn gebannt von Misfits. Beides absolut starke Botlaner aktuell. Caitlyn der beste AD-Carry auf diesem Patch, definitiv. Und eben Tahm Kench, super starker Support eben, um seinen AD-Carry oder seinen Midlaner immer wieder zu peelen. Dementsprechend, ja, einfach Bans, die man machen kann. Auf der anderen Seite H2K mit dem Zac-Bann muss man quasi bannen auf diesem Patch. Wenn man ihn offen lässt, ist er quasi immer ein First Pick, außer wenn du gegen Amazing spielst, dann nicht. Vor allem, was Jay in den letzten Wochen mit Tahm Kench veranstaltet hat, diese Roams mit der Ult. Also er ist wirklich einer der wenigen Supporter, ja, die das wirklich sehr, sehr gut nutzen. Und Zac-Bann auf alle Fälle auf der Purple Side. Eli ist jetzt noch weg, das ist gut. Jankos ein bisschen zu dämpfen, Early Pressure rauszunehmen. Und jetzt erwarte ich einen Thresh-Bann. Ja, ein Thresh-Bann würde Sinn ergeben, eben auch, weil der Blitzcrank rausgenommen wurde. Man möchte anscheinend Ignar kein, ja, Game-Making-Support-Spiel spielen lassen. Eben Blitzcrank, Thresh sind einfach Supports, die können mit einem Hook ein Spiel entscheiden. Und das möchte man vielleicht nicht unbedingt machen auf der Seite von H2K. Man bannt jetzt den Rakan, das bedeutet für Misfits zwangsweise eigentlich, Thresh hier first zu picken. Eben Ignar, auch sehr starker Thresh-Spieler. Und auch Jay kann diesen Thresh. Gut, genauso wie wir es vorher gesagt haben. Ja. Man könnte jetzt entweder einen Odyssey picken und den Support oder Jungle, je nachdem, was man blindpicken möchte, je nachdem wer. Oder man ist ein Spieler, der sich gerne fürs Team opfert, einen Blindpick da macht. Aber mal gucken. Oder man kann quasi alles spielen, ja, und ja, auch kann auch mal einen Chen oder sonst was blindpicken, was man normalerweise nicht blindpickt. Wir sehen jetzt hier wieder die Rek'Sai, die, muss man ganz ehrlich sagen, einfach wieder in der Meta drin ist. Sehr stark ist im Jungle aktuell, weil sie halt unfassbare Early-Game-Pressure hat und halt auch gut im Tower-Diven ist. Dazu sehen wir den Braum eben mit Tahm Kench und Thresh zusammen Meta aktuell. So, jetzt hat man entweder die Option, einen ADC und die Jungle zu matchen, mit Kha'Zix zum Beispiel. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, Maxler mit Kha'Zix ist mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben. Ja, auch nicht. Ich hätte lieber... Wobei, das Lee Sin Rek'Sai Matchup ist für Rek'Sai. Ja, ist auf alle Fälle für Rek'Sai. Deswegen... Warwick wäre noch eine Option gewesen. Warwick, klar, ja. Gragas, wenn man Lust drauf hätte, man hätte ihn flexen können. Flexen können, ja. Aber ja, gut. Und Hanzama auf... Varus, momentan Meta, alles gut. Ja. Azir glaube ich nicht. Azir wird es auf alle Fälle nicht. Also wenn es Azir wird, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber wie gesagt, dieser Varus-Pick eben, einer der stärksten AD-Carries aktuell, kann mit der Ult super gut Teamfights engagen, hat guten Siege mit dem Q-Poke und macht einfach einen ziemlich guten Job. Und auch zusammen mit Thresh zusammen sehr, sehr stark. Ich persönlich hätte eine Kalista besser gefunden, weil Hanzama erstens eine sehr gute Kalista spielt und das mit Thresh zusammen sehr, sehr stark ist. Aber wenn man sich hier für den Varus entscheidet, dann ist es auch okay. Vom All-In her ist es ungefähr gleich, ja, von Varus und Kalista. Ash Brom ist eine gute Lane, gutes All-In, guter Peel, ja, einfach eine gute Laning Phase. Brom synergiert auch gut mit Rek'Sai. Jetzt können sich eigentlich beide entscheiden, was sie wegbannen möchten. H2K möchte Odamne ein bisschen das Leben erleichtern. Er wird wahrscheinlich auf einen Tank gehen oder so, deswegen Renekton weg. Ich glaube fast, man möchte auf einen Shen, wenn der Shen durchkommt. Wenn der Shen durchkommt, dann auf alle Fälle Shen. Vielleicht dann auf Galio ausweichen oder auf Gragas. Ja, Galio ist ein gutes Stichwort. Hat heute noch keine Rolle bisher gespielt. Woran liegt das? Ja, eben. Wir hatten ja auf 7.12, auf diesem Patch, hatten wir diese Dorans Ring-Veränderung, dass man es nicht mehr quasi stacken kann. Und das macht eben Toplaner wie zum Beispiel Gragas oder Galio deutlich schwächer. Und dadurch Galio auch für die Midlane schwächer. Und halt nicht mehr so ein guter Flexpick aktuell. Vor allem für Galio, den trifft es am härtesten. Gragas an sich hat ja noch einen Sustain wenigstens, zwar nicht vom Mana, aber vom Leben her mit seiner Passiven. Aber Galio hat sich eigentlich, wenn man die Lane Phase betrachtet, vor allem über diesen Triple Dorans Q Wave Clear definiert. Es gibt noch einen Syndra-Bann und einen Kastelbann hinterher. Und die Misfits sind jetzt noch einmal dran, könnten jetzt quasi noch einen Top-Laner rausnehmen oder auch einen Midlaner. Was man sagen muss, letzte Woche H2K auch schon diese Botlane gespielt, Braum, Ash, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich erinnere mich da an diesen, wo sie 2 gegen 4 in den Teamfight reingegangen sind und die Botlane das einfach gewonnen hat. Dementsprechend das ist natürlich eine super solide Botlane. Dazu sehen wir jetzt den Corki-Bann. Corki aktuell in der Midlane, das haben wir immer wieder jetzt gesagt, scheinbar der beste Pick auf der Midlane. Ja. Und dementsprechend nimmt man ihn jetzt hier raus.
Wundert euch nicht, dass quasi die Misfits jetzt den Corki bannen? Denn, ja, wundert mich nicht, da sie einfach diesen Blindpick-Midlaner weghaben möchten. Ja. Ori ist okay. Kann man immer blindpicken. Macht Misfits, ich weiß nicht, Power Evil könnte eventuell hier auf eine Talia ausweichen. Je nachdem, auf was sie da Lust haben. Talia würde ich jetzt sogar am besten sehen hier gegen Ori. Gut einpushen. LeBlanc, wenn er es snowballen will, warum nicht? Kann man machen, muss man aber nicht. Wir sind jetzt in Rumble. also, mir persönlich würde eine Talia deutlich besser hier gefallen als eine LeBlanc, muss ich ehrlich sagen. Ja. Einfach weil, ja, eine LeBlanc nicht so gut in Teamfights ist wie eine Talia. Talia hat da nochmal andere Möglichkeiten in den Teamfights und vor allen Dingen, das muss man ganz klar so sagen, Misfits bisher mit einer Teamfight kommt. Sie wollen mit Varus Thresh engagen und dann halt mit Rumble follow-upen. Mit LeBlanc. Ich glaube, die hören nicht auf dich. Ja, mit LeBlanc möchte man eher sowas spielen wie 1-3-1. Kann man auch machen. Mit vor allem mit TP in der Mitte, wenn man TP mitnimmt. Ist aber mit Rumble nicht effektiv, meiner Meinung nach. Ist mit Rumble nicht so cool. Camille gegen Rumble okay. Warum nicht? Oder man nimmt einfach den Galio. Wie wir gesagt haben, das Leben erleichtern für Oda am Ende. Wir hatten es angesprochen. Shen oder Galio. Ja, genau. Und Kalle, da hast du deinen Galio-Pick. Sehr schön, da freue ich mich natürlich. Aber jetzt sind die Teams komplett und Misfits wird gleich auf H2K treffen. Und meine Frage an euch, wie immer, wer gewinnt das erste Game? Ich gebe das Game tatsächlich H2K, weil die Teamfights sind leichter zu spielen für H2K. H2K muss quasi einfach nur R drücken und gewinnt die Teamfights. Während Misfits da das ein bisschen schwieriger hat, dementsprechend 1-0 H2K. Ich würde da zustimmen, weil was macht H2K nach der Landing Phase? Sie können kein gutes 1-3 spielen mit LeBlanc Rumble. Und in Teamfights sind sie deutlich schlechter als H2K. Sie müssen im Early Snowballen, um da irgendwie siegreich aus diesem Spiel herauszukommen. Gut, ihr sprecht euch also für H2K aus. Die Misfits werden es also vielleicht ein bisschen schwieriger haben. Was am Ende dabei rauskommt, das werden wir jetzt erfahren mit Maxim und Behaartet Bart. Jo, wir sind am Start bei den Teams. Nochmal die letzten Kommandos gebend, beziehungsweise bekommend von den Coaches. Ja, zwei interessante Kompositionen. Eine sehr klassische bei H2K, muss ich sagen. Ja. Ein bisschen Bilderbuch-lastig. Das heißt, eine schöne Frontline, einen guten damage-orientierten Jungler bis zum Midgame mehr oder weniger. Und ich denke, Jankos wird mit Rex sehr gut klarkommen. Und zwei wirklich, wirklich solide Carries mit einem guten Beschützer namens Braum. Ja, aber auch Ashe wieder ein AD-Carry, den wir ja normalerweise immer gesehen haben in der letzten Season. Und jetzt ist er nicht mehr ganz so beliebt, hat aber auch immer noch seinen verdienten Platz hier. Gerade mit der Ultimate ein sehr, sehr guter Engage. Mal gucken, wie man den Galio hier einbringen kann, weil ich glaube, den aggressiv zu verwenden wird eher schwierig, außer du schaffst es mit Rek'Sai halt irgendwie wirklich reinzugehen oder um die Gegner rumzulaufen und dann halt die Ultimate von ihm zu verwenden. Ja, also wie gesagt, Optionen gibt es. Misfits hat halt eine sehr lustige Waffe und das ist halt wirklich... Schönen guten Tag, ich habe übel viel Damage. Ich habe halt nur Schaden zur Verfügung, was natürlich ein Indiz dafür ist, dass du das Spiel vom Early- und Midgame heraus gewinnen kannst mit deinem... soliden Vorsprung, aber ich denke, H2K wird das Ganze stabilisieren können und jeder Kill, jeder kleine Vorsprung für H2K ist auch für Misfits ein leichter Genickbruch. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schwierig, da klarzukommen, weil sie haben eine stabile Lane, also ein Rumble wird gegen Galio einiges anrichten können, umgekehrt aber auch, Galio hat die deutlich angenehmeren Ganks, das heißt, wenn Jengos da vorbeikommt, ist halt Rumble so gut wie tot, die haben halt so viel CC zur Verfügung, dass du einfach nur dein Leben nach Sekunden verlierst. Hier ein Invade-Versuch von H2K. Kannst du mit Braum sehr, sehr gut machen, weil du halt rein theoretisch die Möglichkeit hast, jeden zu CC'en durch einen Auto-Attack oder wenn du die Q triffst, dann mit echt eine sehr gute Synergy, weil du die Gegner noch ein bisschen verlangsamen kannst. Sogar Galio war dabei. Also wenn da Maxlor im Busch gestanden hätte, hätte man den wahrscheinlich bekommen. So ist man aber nur einmal rumgelaufen, hat ein bisschen Sicht aufgebaut und ist dann wieder zurückgelaufen. Für ihn sieht es dann also auch nach einem Blue-Start aus. Es ist die langsamere Variante. Er kriegt halt wenig Hilfe von seiner Botlane. Und Jankos macht es ihm indirekt nach. Das bedeutet, beide werden parallel zueinander jungeln. Und wir werden natürlich schauen, wer da der Schnellere ist. Denn Jankos sagt sich, wir gehen zu den Raptoren. Das heißt, er hat theoretisch sogar die Möglichkeit zu sagen, ich nehme die Raptors. Dann gehe ich Blue. Und dann conteste ich beim Red. Oder man geht halt ganz normal Raptoren, Red und dann Wölfe Blue. Das ist halt ebenfalls möglich. Maxlor bereits schon fertig, hat viel Hilfe bekommen von Alfari. Das ist da schon durch. Nimmt jetzt die Wölfe vor, während Jankos den Red macht. Also geht hier die lange, entspannte Route. Ja, der große Vorteil, den du auf der
roten Seite tatsächlich hast, wenn du da oben startest mit dem Jungler, ist, dass der Midlaner dir meistens bei den Raptoren helfen kann und vor allen Dingen auch Galio hier super gut ist und einfach eine Q reinsetzen kann und damit die Raptoren wesentlich leichter für Jankos zu machen sind. Gibt sogar die Crux-Variante. Könnte den Gank wagen. Also er ist, glaube ich, nach den Crux, glaube ich, Level 3. Und ja. Udo Amner hat halt auf jeden Spell quasi die Möglichkeit, den Rücken. Er hat die Crux nicht mal. Doch, er hat sie jetzt beendet. Hat sie ganz schön lang gezogen. Mhm. Aber das ist auch eine Variante. Du gehst quasi nur mit dem Red vor. Wenn du nichts zu tun hast, machst du die Krabbe. Die sind halt unterdessen ja auch fleißig am Wandern. Ja, man hat jetzt auch vor allem die Info, dass Rek'Sai noch nicht bei ihrem Blue Buff war. In der Midlane schafft es Orianna eigentlich ganz gut, hier LeBlanc zurückzutreiben. Das ist aber auch ein Indiz für Maxlore an der Stelle. Also gar nicht so schlecht gemacht. Ignaz hochgegangen, hat die Information. Chai können natürlich auch stören, aber das ist unangenehm für den eigenen ADC. Und jetzt tanzt man so lange, bis Jankos da ist, damit er die Situation entschärft. Also schöne Zusammenarbeit da. Ja. Ja, die Öffnung wird nichts bringen. Na, man kann da locker mit dem Tunnel raus, aber gut gemacht. Also Ignaz wollte scouten. Scouting ist erfolgt. Das heißt, HOK weiß ganz genau, die können jetzt versuchen, den Blut zu stehlen. Also versuchen wir dagegen zu reagieren. Das haben sie mit dem Braun gemacht, bis Jankos da war. Also im Prinzip, beide trotzdem wunderbar aneinander vorbei gesurft. Kein Gang ist zustande gekommen, aber man hat sich sehr gut beobachtet, was ich immer wieder schön finde. Weil wir haben so die globale Sicht. Wir können wir beurteilen das halt ein Stück weit anders oder ein Zuschauer beurteilt das anders. Aber die Teams sind ja halbblind. Sie sehen nicht, was der Gegner sieht, offensichtlich. Ja. Deswegen auch immer wieder sehr, sehr schön, dass sie die Möglichkeit praktisch haben oder. Sag mal, der Cleanvie die Möglichkeit hat, immer die Sicht auszublenden für ein Team, was ja gerade bei Baron-Fights etc. immer sehr interessant wird. Auf der Top-Lane versucht Udo Amner sich gegen Alfari zu behaupten, was aber gar nicht so leicht ist. Rumble natürlich super gut im Pushen, sehr viel Wavekill und auch sehr viel Schaden am Anfang des Spiels. Jetzt für Biffen in der Mid-Lane hat den Trade eigentlich ganz gut überstehen können. Hat nur den Nachteil, dass LeBlanc hier noch einmal eine Potion-Aufladung zur Verfügung hat. Also wird hier noch ein Weilchen bleiben können in der Mid-Lane. Genau, kann das hier wunderbar nutzen. Alfari hat natürlich jetzt hart reingepusht. Und jetzt gibt's die Packung dafür. Hallo, ich bin Jankos, ich mache gerne First Blood. Der Knockup aber noch nicht getroffen. Udo Amner jetzt mit dem Zorn, solange, dass man den Knockup nochmal runtersetzen kann. Damage auf jeden Fall genug vorhanden. Udo Amner hat aber trotzdem nochmal geflasht. War gar nicht so schlecht von der Idee. Ja, war sich nicht zwingend sicher, ob er das überleben würde. Und Alfari, ja, ganz knapp am Kill vorbei. Hätte fast Udo Amner noch bekommen, so ist er selbst gestorben. Und First Blood für H2K. Ja, Jankos zieht wieder durch, First Blood Master in EU, TP kommt raus. Jankos wollte rauspushen, er ist ein bisschen alleine und jetzt würde er einen Käfer begegnen und glaube ich nicht glücklich sein. Die Karte spiegelt das. Auf der Botlane jetzt der Hook, aber von Igna. Damage Shay sehr viel Schaden bekommen, Stun konnte man auf Igna nicht mehr rausbekommen. Ja, auf der Toplane war es anscheinend nicht so brenzlig. Jankos muss jetzt zwar in die Base, aber war hier nicht gefährdet. Er hätte sowieso First Blood bekommen, ja. Da ist es halt überhaupt kein Problem. Tiamat somit schon fertig und das ist sehr, sehr gut. Wir haben ja im letzten Spiel gesehen, dass man auf Tiamat verzichtet hat, weil man die aggressivere Jungle-Item-Variante gewählt hat. Ich denke, hier werden wir wieder Barmys Cinder sehen und damit ein bisschen Off-Tank-mäßig unterwegs sein. Ich hoffe. Ja. Also das, die Warrior-Variante ist dann doch ein bisschen zu weich. Interessante Mechanik bei Udo Amner, ne? Doran wurde ja genervt und jetzt stackt man Dark Seals. Und das wirkt auch ein bisschen seltsam, weil die AP-Stacks, also die Glory-Stacks, die addieren sich nicht, aber dafür die Heilungsregeneration und auch der Mana-Pool ist trotzdem erhöht. Ist im Prinzip eine Variante, die funktioniert. Du verzichtest halt auf HP. Dorans Ring hat einfach deutlich mehr HP gegeben, offensichtlich. Aber hier kannst du halt vom größeren Pool profitieren, indem du mehr spamst, also mehr pushst. Und einen Rumble reinzupushen, das passiert nicht alle Tage. Und hier gerade einwandfrei. Es entlastet natürlich auch den Galio. Dass er hier sich darum nicht kümmern muss, sondern einfach nur pusht wie ein Wahnsinniger. Das ist eine interessante Variante. Ich würde aber gerne noch eine Potion von ihm sehen, damit er von dem Heal-Effekt ebenfalls noch profitiert, denn der addiert sich auch ganz normal. Ja, die beiden Items-Synergien gehen halt gut zusammen. Die Potion und das dunkle Siegel war auch sehr oft gesehen tatsächlich in vergangenen Tagen in Korea, wo wir Singed mit mehreren dunklen Siegel mit 3 in einer Zahl hatten, wo wir allgemein mal wieder ein paar mehr Charaktere mit diesem Item gesehen haben. Singed wurde gezockt? Das ist nicht gut. Aber Singed funktioniert auch gegen diese AP-Toplaner. Und auch gegen einige ADs, weil er will halt einfach nur Wave clearen. Wird auf dem PB übel lustig überarbeitet. Aber was heißt übel lustig, sondern ein bisschen seinem Spielstil entsprechend. Das heißt, seine Mana-Verwertung ist nicht mehr da. Der wird also nicht mehr tanky for free. Dafür kriegt er plus 25% Movement Speed, wenn er zu einem Champion dranläuft.
Das ist halt. Oha. Das ist, 25% ist halt fast so viel wie Ghost. Das ist einfach, du läufst hin und die Gegner reagieren schon, du drehst einfach um und läufst wieder weg. Ja, entweder du läufst halt weg, weil der Gegner, wie gesagt, dich irgendwie chasen will, oder du hast ja das Problem gehabt, dass du immer an die Gegner nah ran musst für das Fling. Ja. Und das funktioniert mit dem Ding ganz cool. Aber wie gesagt, immer noch auf dem PBE. Mal gucken, ob das Ganze durchkommt. Und was sie noch gemacht haben, das ist jetzt der letzte Punkt zu ihm. Sein Megakleber groundet nur die Gegner. Was finde ich super Sinn macht. Ja, ne? Ja, das heißt, bei Miasma, okay, man kann sich bewegen, aber der gleiche Effekt ist nun beim Kleber. Und aber der ist dadurch viel stärker. Ja, viel mehr und Sinn. Das Thema ist auch wieder ja, so getroffen. Ja, das ist richtig gut. Das ist ja halt wirklich, wirklich clever gemacht. Ist es immer noch so, dass du, wenn du sie raufwirfst, sie CC'd sind? Ich glaube, das geht. Zumindest war davon auf dem PvE keine Rede, dass das ein Nachteil ist. Was? Dann ist es auf jeden Fall ein guter Buff. Hier auf der Botte ist erstmal der Ash Arrow und damit kommt man sehr nah an Hansdammer ran. Der wird sogar noch gestunt durch die Stacks vom Braum. Man versucht hier zu fighten, aber Nuklear auf jeden Fall im Vorteil. Ignar wird jetzt auch sofort CC'd werden. Oder man denkt sich einfach, gut, wir gehen nochmal einen Schritt zurück und kümmern uns um den Farm. Jetzt Power of Evil auch auf dem Weg Richtung Botlane mit dem Klon zumindest, um die nochmal ein bisschen zu vertreiben. Aber davon lässt man sich gar nicht beeindrucken. Das war eine interessante Idee. Power of Evil hätte es früher machen müssen. Ja, dann hätte man früher abgelassen, weil Hansdammer wollte noch den Fight provozieren. Also irgendwann gibt es halt einen Moment, wo du sagst, okay, ich ziehe mich halt nicht zum Turret zurück, sondern versuche den jetzt zu bekämpfen. Hat nicht geklappt. Angel came in zweiten Kill. Auch hier den Red wunderbar gemacht. Warum hat er sich gerade gedreht? Hat er gerade einen Salto gemacht? Sah ein bisschen so aus. Jank, oh, schöner Flash. Versucht hier wegzugehen, aber Power of Evil mit der Chain. Da kommt die Shotgun, der Sidesnap. Oh nee! Hier kriegt man Double Buff sogar. Power of Evil hat sich gerade selbst schön belohnt. Der Bivin muss jetzt auch gucken, dass er rauskommt. Down. Hat keinen Flash mehr. Wird ein bisschen verlangsamt durch die W, gibt sich selbst noch Movement Speed. Oh, Power of Evil mit dem Auto-Attack-Q geht hinterher, holt sich den zweiten Kill und damit steht er 2-0-0. Ey, das war einfach übel Fail von H2K hier an der Stelle. Für Misfits natürlich grandios, sie müssen LeBlanc vorantreiben und Kha'Zix natürlich auch. Schnappt sich jetzt auch gleich noch Raptoren, also bestiehlt seine Kontrahenten. Oha, jetzt könnte man ziemlich wütender Udo haben, ne? Flash-Taunt und nutzt gleich den Knock-Up und den Damage von der Q, und ein Auto-Attack. Das wäre sehr knapp gewesen, also wenn man fast zu früh weggelaufen, aber der erste Kill für Duamne in diesem Spiel und somit auch nochmal zwei Stacks auf dem dunklen Siegel. Das war richtig schön gemacht, ne? Ja. Taunt zuerst benutzt, dann mit dem Flash kombiniert und wenn der Taunt einmal sitzt, kannst du halt Q und E nachfeuern, weil sie hatte so ein übelst ekliges Delay. Ist aber egal, ne? Weil der Base-Schaden da doch recht saftig war. Schönes Play! Oder Amne, den Jungler bestraft, Maxlor das Ganze unterschätzt. Aber wichtig hier an der Stelle, dass Power of Evil von dieser Situation gestärkt rausgeht. Es ist halt die schlechte Absprache gewesen. Ja. Shockwave war viel zu früh. Jankos vielleicht nochmal random unter den Gegner. Ist nicht optimal. Power of Evil hat sich aber leider erst das dunkle Siegel danach kaufen können. Heißt, er hat noch keine Stacks bekommen. Sonst wäre das nochmal wesentlich wertvoller gewesen. Also war auch schon so sehr gut. Aber es wäre nochmal schön gewesen, diese Bonus-Stats zu haben. So, macht er jetzt einen Salto oder nicht? Einen Moment. Ja, sah so ein bisschen so aus. Ach, sieht also ein bisschen so aus, weil er so rauskommt, ne? Ausgräbt, ja. Okay. Weil er sich ausgegraben hat in der Luft. Naja, auf jeden Fall hier die große Problematik. Schild super nice und Jankos, er wäre hier weggekommen wahrscheinlich sogar. Hätte rausflashen können, aber wollte den Re-Engage wagen. Die Botlane sah so aus, wie die dazukommt. Und schöne Chain, ganz stark. Da kommt der Hook, da hat sich Braun nochmal davor stellen können. Nuklear aber jetzt trotzdem langsam. Leute, Damage extrem hoch an der Stelle. Man kriegt auch den Kill. Maxlor wird sofort gestunt. Die Frage ist nur, kann Shade trotzdem rauskommen? Schöner da kommt Einebner. Der Einebner. Damit der nächste Kill hier für Ignar an der Stelle. Und die Möglichkeit jetzt natürlich den Tower zu pushen. Und der Slow von der Threshold und auch der Schaden, den du dadurch bekommst, den darfst du niemals unterschätzen. Der und ist das extrem hoch. Ohne Ignite. Na, der hat ihn einfach so gekillt. Ja. Sehr, sehr schönes Play. Oh, da wollte man zu dem Klon zurückgehen. In der LCK ist dann ein sehr, sehr schöner Kill entstanden. Ja. Da hat jemand einfach den Seeker einfach auf die alte Stelle von LeBlanc gefeuert. War wirklich cool. Hier aber nicht nötig. Top-Lane-Turm geht drauf. Trotzdem hat man Turret First Blood für Misfits erlangen können. Das ist halt etwas Normales, wenn Odoamne nicht dazukommt. Ist halt RIP für den Turret. Na, der macht den da einfach platt. Ihn also noch ein guter Farmvorsprung. Aber ich denke, Misfits wird damit klarkommen. Schöner wäre es, wenn es kein Cloud Drake wäre. Aber ja, somit spart man sich quasi Zeit. Man fängt ihn gar nicht erst an. Ja, man sollte sich und wird sich wahrscheinlich aber in den nächsten Minuten nochmal um den Herald kümmern, weil der nochmal hier ein bisschen wichtiger als der Drache werden würde. Und gerade wenn du jetzt so einen kleinen Lane-Swap durchführst, wird der auch wesentlich leichter zu machen sein. So darf man halt nicht langlaufen, ne? Also nicht gegen den Varus, der einfach mit der Chain dann super gut arbeitet. Hat ein bisschen Abstand gehalten, Hansdammer. Ist wirklich sehr, sehr vorsichtig gewesen. Wollte sich gar nicht erst re-engagen lassen. Alfari sah ein bisschen nach einem Overkill aus, dass er überhaupt dazu kam. Aber der Tower als Trade ist, denke ich, absolut legit. Kann man hier locker durchziehen. Das ist die Abyssal Mask, oder? Die sich Odamne geholt hat. Ja. Oh. Ist okay.
Du erhöhst auch den Schaden von Fab Iven, der für die Mercs gegangen ist. Genau. Der Effekt ist halt sehr gut, gerade wenn du es kombinieren kannst, also wenn Galio wirklich reingeht mit der Shockwave, aber ansonsten, ja, also es ist halt auch gegen Alfari nicht schlecht. Die Vision ist halt echt gut für Misfits gerade. Ja, aber Misfits wurde jetzt aufgedeckt. Da kam die Drohne. Ja. Und schon ist das Versteckspiel vorbei, mehr oder weniger. Da ist ja noch der Turret. Das heißt hier Herald Play nicht möglich. Natürlich schade, aber passiert. Kann man nicht immer benutzen. Trotzdem Power Fever mit einem schönen Vorteil. Hat seine Potion dabei. Docs hier unterstützt das Ganze und mit Gunblade halt einen zusätzlichen Spell. Na, Gunblade wurde ja genervt einmal, dass der Schaden auf Level basiert. Was aber übrigens der Schwachsinns-Nerf war. Weil der holt sich Gunblade auf Level 1. Ja. Geht nicht! Na, das heißt, du hast es immer so auf Level 9, Level 10. Und somit ist der Schaden, den du in Anführungszeichen verloren hast, minimal. Oder minimal zu dem Nerf gewesen. Und mittlerweile Tradition in der Mitte. HDK, die versuchen hier ein bisschen zu warden, um halt die Lane für sich sicherer zu gestalten. Und derzeit in der Midlane Power of Evil, der hier sehr viel Schaden an Verbiffen machen kann, ohne selbst irgendwas abzubekommen. Natürlich kann sich das bei Orianna auch schnell ändern, weil sie halt auch eine Combo braucht, um Power of Evil so low zu bekommen. Aber der Unterschied ist dadurch, halt der Gunblade. Genau. Dadurch, dass sie halt vor allen Dingen auch ein bisschen defensiver gegangen ist mit den Schuhen, wird es nicht so leicht machbar sein. Und natürlich noch der große Vorteil von LeBlanc. Sie ist halt sehr mobil, kann also auch der Shockwave meistens ausweichen. Und der Herald hier nochmal zurückgelaufen. Der Herald ist eigentlich weiblich, ne? Das stand in den Patchnotes, da stand irgendwas mit Her. Und das sollte ja bedeuten, dass der Herald oder die Herald weiblich ist. Ja, der Name ist halt ein bisschen weird dann, ne? Mhm. Aber ich habe einen Screenshot auch so gesehen. Ich weiß nicht mehr, was der Grund war, aber in den letzten Patchnotes stand irgendwas, dass bei ihr irgendwas geändert wurde. Muss ich nachher nochmal nachlesen. Oder der Chat weiß vielleicht Bescheid. Dann solltet ihr sie auf jeden Fall abholen. Ja? Denn sie hasst Türme. Und Türme hassen sie. Gut, Power of Evil wird eventuell gegankt. Oh, wie ich mal raus. Bitten wir engagen, wird aber von der Q nicht getroffen, damit keine Chance hinterher zu gehen. Der Slow wäre für ihn echt gefährlich gewesen, aber so kommt er da gut nochmal raus. Hat auch für Biffen nochmal Schaden machen können, auch wenn es nicht so viel war, wie er gewollt hätte. Es wäre nicht schlecht, wenn der Ball sofort auf den Ausgangsort von LeBlanc gekommen wäre, um dann die Schockwelle da drauf zu packen. Weil Braum ist schon ziemlich nervig. Braum kannst du nicht ignorieren, weil er macht einen Auto-Attack auf dich. Und schon ist natürlich Ori in der Lage, den super, super gut auszulösen mit den Auto-Attacks. Ist halt ranged. Spiel ist so ein bisschen verhaltener geworden. Man hat ja die untere Lane zerstört. Das heißt, es kommt der Swap. Und Hans Sammer und Ignar versuchen hier oben was auszurichten, aber immer noch ist Ashe einfach stärker, was dieses Lane-Verhalten angeht. Das ist im Prinzip die Antwort, aber mittlerweile ist Harold ja keine einfache Kiste. Er macht auch wirklich viel Schaden, also man unterschätzt das, wenn er hier seinen AOE-Angriff macht, zu was er da in der Lage ist. Die Standard-Dinger ist normal und jetzt holt er einmal aus, BATS! So, da verlierst er 200 Leben. Das ist echt nicht wenig. Ja, man bricht den gerade auch nochmal ab, versucht hier auf den Engage zu gehen, braucht aber gut sie sieht, Maxlore kann durch die Lantern gerettet werden. Da kommt Alfari dazu mit dem Einebener Nuklear. Bleibt die ganze Zeit drin stehen. Geht jetzt auch down. Schöne und Wave. Versucht ihm zwar zu helfen, kriegt dann noch einen Kill auf Kha'Zix. Aber es bleibt beim 2:1 Trade. Und Power of Evil hätte fast Jankos bekommen. Die Shayne leider daneben gegangen. Hook sitzt nochmal verbiffen, aber mit dem Cleanse. Der muss flashen. Power of Evil wurde eingesperrt. Harold auch entsprechend sauer. Ärgerlich. Hätte die Chain getroffen, wäre Jankos tot. Denn Power of Evil hätte dann hinterher geflasht. Vielleicht kann man sogar noch was holen. Ja, er versucht sie auf jeden Fall. Jankos ist nämlich immer noch da. Die Ward geht zwar unterdrückt, aber man konnte sich die Golems jetzt nochmal holen. Hätte sogar nochmal hingehen können, aber dann hätte man in der Midlane-Farm verloren. Also bisher absolut well played von Alfari. Seine TP-Play ist super, super wichtig für das Team. Ja. Kommt da oben ganz, ganz sneaky, auch früher als Galio. Das heißt hier, beide Leute instant verbrannt, Flammenwerfer noch dazu. Nuklear hat null Chance. Das muss man sich vorstellen, das ist trotz der Damage Reduction durchgekommen, ne? Godoamne hat ihn ja geultet. Und hier die Kette. Ja, das ist halt ein bisschen ärgerlich. Hier muss man halt schauen, der Tunnel von... Oha, oh, okay, das ging noch. Der Tunnel von Rexa ist immer gleich. Also man kann gut voraussehen, wo sie hingeht. Ja, Godoamne hier nochmal mit dem Zorn. Der hat den Igna getroffen. Und für den sieht es gerade auch nicht so gut aus. Stun von Jay, dank des Flashes Power Evil versucht von hinten nochmal ein bisschen ranzugehen. Aber Igna, der verliert hier sein Leben. Keine Möglichkeit, sich zu wehren. Panzer hat keine Chain. Deswegen... Ja, Igna darf sich da so nicht erwischen. Er kann sich halt selber nicht die Laterne geben, ne? Das ist halt wieder. Er muss sich da selbst nicht in Sicherheit bringen. Das heißt, dieser Turm geht drauf. HOK bestraft. Falsches Movement. Sehr, sehr gut.
Weil Misfits hat ja oben ja eigentlich eine gute Sicht am River. Sowas willst du im Prinzip so schnell wie es geht ausschalten. Auf H2K's Seite. Aber Fehler vom Gegner nimmt man gerne an. Ja, der Herald immer noch nicht gemacht worden. Man hat es jetzt schon mal probiert. Aber noch hatte man dazu nicht wirklich die Möglichkeit. Im Power of Evil, seitdem er das dunkle Siegel hat, hat er noch keinen Kill oder Assist bekommen. Wird sich hier also noch ein Weilchen mit den Null-Stacks begnügen müssen. Ist natürlich trotzdem immer noch gut, weil du mehr Regeneration bekommst. Richtig Corruption Potion, mit der er eh angefangen hat. Und jetzt versucht man sich wieder den Herald zu holen. Gegner zoned so ein bisschen Richtung Midlane. Hat er auch die Control Ward stehen lassen. Eigentlich sollte man ihn diesmal bekommen. Ja, Maxler holt sich den. Und damit Misfits wieder die Möglichkeit, den Tier 1 Mitau, den man verloren hat, eigentlich auszugleichen. Ja, muss ein gutes Timing dafür wählen, sollte aber möglich sein. Wie gesagt, eine Ori kann einem Herald sehr viel Schaden zufügen, bevor er halt dagegen charged, weil er so lange ausholt. Und der Ball lässt sich aber in eine gute Reichweite kontrollieren, aber eigentlich müsste das möglich sein. Sowas beschleunigt, wie gesagt, das Spiel. Und H2K natürlich bemüht, schon mal einen Turm Vorsprung zu holen, was aber schwer ist. Weil für Nuclear ist die große Problematik, er muss jetzt halt häufig die Top-Lane verteidigen. Was irgendwie nett ist, damit man die Gegenreaktion von Missiles irgendwie abfängt. Aber damit erreichst du quasi nicht Spieleffizienz. Normalerweise willst du halt derjenige sein, der Angriffe mehr oder weniger einleitet oder vorgibt, gerade als Ashe. Deswegen jetzt die Mitte runterrennen. Ist eine ganz gute Idee, weil ich glaube, sie gehen davon aus, dass Misfits das Ganze macht. Und Ashe hat im Midgame immer den großen Vorteil, mit dem Arrow engagen zu können. Ja. Wenn alle nur ein Item Power Spike haben, ist ein Arrow einfach Genickbruch. Das hat einen sehr guten Follow-up bei H2K. Du hast halt den CC, den Oduamne noch mitbringt, den Knock-Up von Braum, den du dann sogar versuchen kannst, ein bisschen offensiver einzusetzen. Und natürlich die Shockwave. Also da genügend Combo-Potenzial vorhanden. Und die Midlane natürlich auch sehr wichtig zu verteidigen, weil da der Herald nochmal für Misfits relativ lohnenswert wäre. Hat super leider dagegen schien. Finde ich nicht optimal. Also die Wave unten war super, super juicy. Also die abzuholen ist natürlich für ein ADC quasi ja, eine Droge. Musste da jetzt ja, zwingend hin. Aber jetzt kommt der Herald und er ist nicht da. Und Arrow von der Seite, weiß ich nicht, das kann man auf jeden Fall abfangen, falls jetzt Misfits mit der Brechstange ran will. Ja, sie lassen jetzt den Herald auf jeden Fall erstmal chargen. Wird auch ziemlich guten Schaden am Tower machen. What? Oder wollte gerade eben hinterher, aber Jankos schafft es hier, Maxlor zu töten und auch Igna wird jetzt einfach von dem Rest von H2K auseinandergenommen. Das muss doch ein Missklick gewesen sein, oder? Und der Herald hat nicht mehr ein Tau bekommen. Das sah super strange aus auf jeden Fall. Dann gehen wir da rein! Ist er gekauft? Was ist mit Maxlor los? Wenn man im eigenen Team, wenn man bei Misfits eine Orianna gehabt hätte, hätte ich gesagt, okay, weil dann wäre die Shockwave hinterhergekommen. Dann hätte man versuchen können, richtig viel Schaden zu machen. Aber so sah das sehr, sehr komisch aus. Ja, das war gerade ein Free Midlane Turret. Und zwei Kills. What? Und Misfits hat nicht mal die Kohle bekommen. Die kriegen zwar den Top-Lane-Turm, weil Power-View so ein bisschen Split-Push ist okay. Eine LeBlanc ist ziemlich bad in der Basisverteidigung. Das kann man das ein Stück weit nachsehen. Warum zur Hölle ist er reingesprungen? Man ging ein jeden Braum! Ich meine, es soll eine Laternen-Kombo sein, oder was? Keine Ahnung, bei Braum hat er doch einen extrem guten Disengage mit der Gletscherspalte. Braum ist im Nahkampf broken. Ja, genau das haben wir uns auch gedacht. Naja, egal. Ist ein Mensch. Hat er jetzt eindeutig demonstriert. Super weird. Also Igna hat sich auch die Laterne geworfen. Er dachte, ja, ich bin ja, kurz klar. Rein, da gehe ich kurz raus. Yeah. Völliger Käse. Du springst den Weihnachtsmann nicht an. Das ist einfach lebensgefährlich, Leute. Wurde hier aber getan. Für H2K not bad. Denn sie haben jetzt einen weiteren mit den Turret bekommen. Die Konsequenz ist wieder Warding ohne Ende. Man sieht, die untere Hälfte ist komplett zugepflastert. Das ist beim Red Buff ein, bei den Crux und bei den Raptoren. Der Red ist leider ausgelaufen oder wurde woanders platziert, das kann auch sein. Fakt ist, du willst unten jetzt beleuchten, damit Oduamne in der Lage ist, mal dagegen zu pushen. Im absoluten Traum-Szenario könntest du jetzt irgendwann anfangen, so Richtung Baron zu tanzen, um die ersten Teleports zu forcieren, weil Oduamne wird noch ziemlich lange brauchen, an den Turm anzukommen. Ja, gegen Braum reicht der Schaden leider nicht von Power of Evil. Hat sich da gerade nicht das beste Ziel ausgesucht. Und auf der Top-Lane wieder Nuclear am Start. Hat auch mit Ashe tatsächlich die Möglichkeit, sich so ein bisschen gegen LeBlanc zu behaupten, weil du die Ult halt zur Selbstverteidigung einsetzen kannst. Und du hast natürlich Jay, der hier gerade mitwartet. Du klärst sofort Q aktiviert. Ich bring dich um. Aber es war nur ein Clone. Ach, es war nicht echt. Lich Bane auch schon fertig, also Power of Evil geht hier die Utility-Variante. Ah, und jetzt muss er mal gucken, dass er nochmal rauskommt, denn Shay ist hier mit dem Rest des Teams im Start Slow leider nicht getroffen und eigentlich sollte man auch der Ult ausweichen. Kern war zwar knapp, aber es reicht. Jankos und wir bewegen jetzt auch noch am Start. Jankos wird fast schneller. Schöner Flash! Gedodged hier selbst
Und damit mit der Lantern nochmal rausgekommen und super viel von H2K bekommen können. Das war nice. Zwei Ultimates, die sehr, sehr wichtig sind. Und halt nochmal den Flash von Jankos. Jetzt darf Maxlow nur nicht reinspringen und einfach nur den Turret nehmen. Dann ist alles gut. Das war gut. Also, übelstes Investment. Auf der H2K-Seite wurde bestraft. Ja. Und der Damage, den er Nuclear gemacht hat, war auch nochmal in Ordnung. Der kann sich natürlich jetzt selbst nicht mehr so gut verteidigen, hat die Ulta nicht mehr am Start. Und Jankos zieht sich auch hier so ein bisschen zurück. Also da muss man Power of Evil wirklich loben. Hat ja auch mit dem Sprung, sag ich mal, der Ash-Ult sehr gut ausweichen können. Und dann halt genau richtig gelesen, was man vorhatte. War ja auch nicht schwer an der Stelle. Rek'Sai und Orianna kommt. Da ist man nochmal gut rausgekommen. Hat er wurde beziehungsweise nach dem Play noch hochgeworfen. Ne? Ja. Muss man dazu sagen, dass die Animation quasi schon durchkam bei Rek'Sai. Aber das hat nicht gereicht. Ah, er war da schon relativ sicher im Busch. Naja, Fabivin nimmt sich den Blue-Buff, kann er gut gebrauchen. Mana-Pool jetzt absolut katastrophal. Er hat das Morello ist zwar zur Verfügung, als nächstes hat er sich Banshees geholt. Eine sehr vorsichtige Variante gegen Chain of Corruption und gegen Hook, super nice. Also ist verständlich, lässt aber die Ori deutlich langsamer scalen. Also es fehlt da einfach nur einen riesen Batzen AP. Und wir werden halt schauen, ob es jetzt trotzdem was Voidstuff-mäßiges wird. Oder eher Rabadons. Weil ich meine, er hat halt Mercs, ne? Und Mercs ist nice. Aber um den Schadensauftrag zu erfüllen, musst du halt noch ein ganzes Item warten. Und ein ganzes Item heißt 10 Minuten. Ja, also da wird man noch ein bisschen skalieren müssen. Wir sehen gerade auch Alfari, der sich auf der Botlane noch sehr gut behaupten kann die ganze Zeit. Der Wave Clear ist halt immer vorhanden bei Rumble und dadurch kannst du auch dementsprechend gut gegen Oduan. Oh, stark! Mit dem Klon hier die Ashold abgefangen. Super gemacht. Damit keine weitere Möglichkeit für H2K reinzugehen. Das funktioniert nämlich das immer, ne? Das ist richtig stark. Du drückst einfach zweimal R und hast halt sofort den Klon da stehen. Kannst halt alles damit abfangen. Ging auch mit der Warwick-Ult zum Beispiel. Wenn ja, Klett-Ult, also alles. Also das ist halt wirklich, wirklich super nice. Aber dass er das aus der Wand heraus gemacht hat. Ja. Sehr, sehr stark gespielt. Man kann ja sogar noch einiges an Schaden an Jankos machen. Der Damage von Alfari auf jeden Fall in Ordnung mit den Items. Sehr gut dabei. Oh, schön! Den Tunnel abgebrochen mit dem Flame. Man hat sogar noch versucht, Nuclear zu hooken. Oh, und da geht er da. Sehr gut gespielt. Jetzt die Lantern, um rein den Chain zu sichern. Aber Maxlow geht hier weiterhin rein. Dann oh mein Gott. Auspeitschen hinterher. Power of Evil zerstört in der Zeit. Für Biven mehr oder weniger. Oh, der geht auch. Männer geholt. Das war gut gespielt. Das war richtig gut gespielt. Und von Misfits. So bitter für H2K. Ja. Einer lässt sich erwischen. Vor allen Dingen auch Jankos, der so ein gutes Play gemacht hat. Und das Punishment ist so hart. Und das hatten wir schon so häufig gehabt, dass Spiele genau wegen solchen kleinen Momenten verloren werden. Never help, Leute. Lass den sterben. Der ist selbst schuld. Und die wollten alle dazukommen. Stark gemacht von Maxlow. Der ist sofort reingesprungen. Und ganz, ganz großes Lob an Hans Sammer. Diese Chain war einfach nur Assassin Master schlechthin. Also Ignar, so großes Lob. Hook ging ein bisschen daneben. Das ist nicht schlimm. Hier kann man rumspringen. Und jetzt auf Hans Sammer achten. Putz. Perfekt. Den ADC getroffen. Alfari ist schon wieder da. Super pünktlich an der Stelle. Und ja, man sieht es. Der kleine deutsche Faker. Ah, Tristan hatte noch genug Schaden rausgedrückt. Super nice. War wirklich ganz, ganz hohes Level an, ja, an Fehlerpunishment. Ne? Und so wollen wir es halt sehen. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Damit wurde man jetzt auch mit dem Baron Buff belohnt. Heißt, sowas wie Splitpushen für Power of Evil wesentlich leichter umzusetzen und auch Alfari hat es jetzt ein bisschen leichter gegen Oduamne, weil der Wave Clear von ihm natürlich nicht mehr so stark ist. Pusht jetzt auch auf der Botlane rein und möchte da auf jeder Seite, die wir sein, zur Verfügung haben, um dann halt wirklich einen Tower zerstören zu können und die Gegner zum Verteidigen zu zwingen. Ja, es war eine sehr, sehr gute Kampfaktion. Power of Evil aber trotzdem nur mit einem Assist in dem Kampf. Also bisher das dunkle Siegel noch nicht so gut stacken können. Also es hätte natürlich mehr sein können, aber LeBlanc kann das nicht. LeBlanc hat jetzt kein Uri-Schild oder so, den auf einmal jemand packst und damit alle Assists garantierst. Ist für ihn nicht so wichtig. Er steht trotzdem 2-0, hat genug Kohle, hat jetzt noch nie das Siegel geholt. Da sieht man, dass der Wave Clear dann natürlich auch einwandfrei funktioniert. Und die war auch schon wieder. Was ist mit dir los, Jankos? Ich meine, Rek'Sai hat schon hier verbesserten Tunnel, dass sie so einen geringen Cooldown haben. Sagt, da sieht man es, man kann ihn fast sofort wiederverwenden. Aber hat ja nicht gereicht. Die verteilen auf jeden Fall den Baron Buff sehr, sehr schön. Zwar nicht so brechstangenmäßig, nur auf eine oder zwei Lanes, sondern wirklich auf alle dreien. Dadurch kommt erstmal nicht so viel Schaden bei rum. Auch wenn LeBlanc hier sogar mit dem Gunblade echt gut pushen kann. Ja, macht sie jetzt auch. Ja, der Schaden an den Türmen natürlich auch sehr gut dadurch. Du musst auch, wenn du deine Combo jetzt raus hast, zwischen den die Auto-Tags raushauen, weil die wirklich sehr, sehr stark sind. Dank diesem Item. Ja, und
Den Top-Lane Tower hat man sich auch fast holen können. Es ist sehr langsam, was man hier versucht, aber du baust Druck auf jeder Lane auf. Also es ist ein bisschen großflächiger, was man hier versucht, sage ich mal. Man hat auch den Alfari noch gut dabei. Man hat auch viel Wave hier, also Ori kann das auch gegen Baron Vasallen halbwegs gut. Das gleiche gilt für das Gesicht. Das wird jetzt hier reingetan in den Busch. Aber eigentlich sollte man da genügend Movement haben. Hat man auch, hat sogar den Klon direkt genutzt, falls man das mit einer Ash-Ult irgendwie hat kombinieren wollen. Kombinieren. Lass uns das kombinieren! Schöne Kombo. Ah ne, das ist ja wieder richtig. Ja, Kombi wäre halt auch richtig. Oha. Chain sitzt. Da trifft man auf jeden Fall, aber muss sich in den Busch verstecken und in Acht nehmen vor dem Ball von Orianna. So, Tom den Turm geht drauf. Hat ein bisschen gedauert, aber Baron Powerplay geht noch 40 Sekunden. Das heißt, man kann jetzt als nächste Rotation in die Mitte wagen, wo schon eine Wave da ist. Auch Rudo Amne mittlerweile ordentlich gepoked. Auch er muss ja ein bisschen herangehen, um sein Q auf die Caster-Vasallen zu feuern. Die werden ja vom Baron Buff nicht verstärkt. Also die werden schon verstärkt, was den Damage und so weiter angeht, aber nicht von der Resistenz. Also nur die Melee-Minions sind super kräftig. Ja. Die hinteren sind immer noch super schwach. Auf der Top-Lane gerade die Shockwave von Orianna eingesetzt. Einfach um ein bisschen Wave-Clear zu bekommen und Power of Evil, ja, der stand natürlich nicht drin. Ist dann nochmal sehr gut rausgekommen, jetzt versucht man in der Midlane nochmal einen Tower zu holen. Es ist halt, wie schon gesagt, sehr langsam, aber natürlich dadurch auch sicher, was man versucht hier zu machen. Ich möchte H2K einfach keine Möglichkeit geben, irgendwie selbst sich einen Vorteil zu erspielen. Und es ist immer noch der Wolkendacher, der da unten rumhängt. Ja, der ist halt... Der ist einfach 30. Minute, weil keiner hat Bock, den zu machen. Ja, lohnt sich halt oft nicht darum zu kämpfen, außer ihn vielleicht zu resetten. Das ist irgendwie das Aktivste. Jetzt hat man ein bisschen Bock auf Alfari oder den Drake. Wahrscheinlich eher der Drake. Holt ihn jetzt hier ab. Ja, das Ding ist okay. Gucken, wenn es jetzt noch einer wird, der ist natürlich Todesionie. Oh, na, das ist Mount Drake. Ja, den kann man auf jeden Fall als nächstes nehmen. Naja, Baron Powerplay, nicht überragend. Man hat wirklich nur die Top-Lane bekommen, Mid-Lane und Bot-Lane. Geschädigt, also großes Lob an H2K. Haben das, finde ich, sehr gut verteidigt. Oder haben da nämlich viel Schaden kassiert. Also er hat wirklich HP getauscht gegen den Turret. Und ein weiterer Punkt ist natürlich Rumble. Rumble ist nice beim Pushen, aber sehr schlecht beim Turrets abholen, weil der muss halt so nah ran. Hat sich jetzt auch dazu entschieden, Banshees dazwischen zu setzen. Einfach um einen möglichen Engage von H2K so ein bisschen zu entgehen, weil er hat selbst nicht viel Movement. Wäre also ein gutes Ziel für H2K und hier holt sich Misfits gerade nochmal die Buffs der Gegner im gegnerischen Jungle. Kann man sich gerade erlauben, du hast gute Vision vorher schon aufgebaut gehabt und auch durch die zerstörten Türme eine relativ offene Map. Kann man die Blende nochmal. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, wenn er keinen Banshees geholt hätte. Also, klar macht Galio viel magischen Schaden. Das Problem ist, dass. Hier gibt es den Arrow. Den zu verhindern, delicious, ne? Das ist so ein bisschen der Dream. Aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, wenn Ori gut poken kann. Max Lord, du bist gefährdet. Ah, aber da ist die Lente! Dadurch kommt man nochmal gut raus. Igna hier immer wieder rechtzeitig zur Stelle, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Und das Baron Powerplay tatsächlich ziemlich ordentlich. Also über dem viele Kills gemacht, Durchschnitt, genau. Über dem Durchschnitt in der ULCS. Ah, Shay wird hier nochmal geruckt. Reingehen sollte man aber trotzdem nicht. Schenkos war in der Nähe. Der Schaden am Tower aber schon trotzdem ziemlich viel. Also lange wird der hier nicht mehr standhalten. Und schon wieder Power Evil, der hier einfach die ganze Zeit Solo-Aktion macht auf der Top-Lane, immer wieder ranpusht und versucht, einzelne Gegner zurückzutreiben in die Base. Jo, das klappt. Er ist einfach nervig. Nochmal aber hier zur Banshee-Situation. Es wird halt von Galio relativ schnell gezündet. Also die Qs fliegen durch die Gegend. Man hat es gesehen, er kann in das Q reinlaufen, wenn es schon fertig ist. Also ein Banshee wird sich nicht ausgelöst durch die Morgana-Pfütze, beziehungsweise hier auch, wenn der Wirbelsturm quasi anfängt, sein Ding zu machen. Trotzdem, ich glaube, ein Stundenglas würde in der Situation mehr Utility bringen. Vor allem, weil es ja ähnlich funktioniert. Du kannst halt trotzdem der Ash-Hold oder so ausweichen, in Anführungsstrichen. Also du hast halt die Möglichkeit, diesen Stun zu umgehen, währenddessen noch deinen Schaden mit dem Flammenwerfer zu machen und dich selbst vielleicht mit der Laterne zu retten. Es ist halt, es bietet, sagen wir mal, auch ein bisschen mehr offensive Playmöglichkeiten als Banshees, weil du halt wirklich, wenn du reingehst, und du musst halt leider ran, um den Flammenwerfer effektiv zu nutzen, du dich selbst unbesiegbar machen kannst und trotzdem weiterhin Schaden machst. Das geht mit Banshees halt nicht. Du bist halt trotzdem noch da und kassierst Damage. Die wird nur eine Fähigkeit abgefangen. Ja, das letzte Argument wäre quasi die Tatsache, also sowas natürlich auch ganz nett, ne? So ein Geschenkpaket abzufangen. Das letzte ist halt die Tatsache, dass Fabian Rabadon fertig hat. Das ist also wirklich viel magischer Schaden jetzt im Haus. Das ist ein guter Powerspike für ihn. Er braucht nur noch Penetration. Das heißt, mit den Base-MR-Werten plus die Boots hält er jetzt einiges stand. Und das will ja ein Rumble trotzdem. Du hast ja erwähnt, er ist mit einem Gefecht drin. Ne? V4
drauf. Evil mit einer interessanten Position. Es ist gar nicht so schlimm, dass er da oben ist. Ja, wenn man jetzt beim Baron tanzt, einen LeBlanc will ja flankieren, er will ja Ziele dann erwischen, wenn viele Spells raus sind. Wartet auch zum Beispiel unter anderem auf den Arrow von Nuclear. Oha, du Arme. Ganz schön nah dran gewesen. Währenddessen Tristan hier oben weiter pushen kann. Und der Turm, wie gesagt, der heilt sich so langsam, dass man sagen könnte, der heilt sich gar nicht. Der Damage ist halt auch extrem hoch, gerade mit Lich Bane. Du verwendest halt eine Fähigkeit, das hat er gemacht mit der Kette, um nochmal diesen verstärkten Auto-Attack zu bekommen. Dadurch der Damage natürlich auch extrem hoch. Man forciert jetzt Oduamne Richtung Top-Lane, um die Wave zu clearen und damit wieder keine Teamfight-Möglichkeit richtig für H2K. Mit Oduamne geht zwar noch, weil der immer mit der Ult oder Teleporter zukommen kann, aber Power of Evil macht hier einen wirklich guten Job. Oh, und da haben wir gerade Jankos genau outmoved. Ah, der wurde ebenfalls da gerade hoch. Naja, wie gesagt, Spiel verlangsamt sich. Das wäre nicht gefährlich für Misfits, wenn ich ehrlich bin. Also sie können mit einem Vorteil viel anfangen, müssen sogar sich einen gewissen Vorteil erarbeiten, um das Spiel für sich zu entscheiden. Denn das Scaling ist für H2K deutlich besser. Das heißt, je langsamer das Spiel, desto angenehmer für H2K. Und wir haben noch zwei Auto-Turrets, was auch ziemlich nice ist. Eine gewisse Sicherheit und dem Baron-Tanz wird sich, glaube ich, Misfits schwerer tun. Sie haben zwar Double-Teleport, was cool ist, weshalb sie Power of Evil permanent auf die Sidelane schicken können, beziehungsweise jetzt auf die obere, die ist ziemlich nah beim Baron, weil TP ist gerade noch auf Cooldown. Ist ein vorsichtiges Spiel, aber ich kann es verstehen. Ja, war es ja auch eben schon. Also, sie haben immer gesehen, dass man sich so ein bisschen zurückgehalten hat. H2K jetzt wieder dabei, Sicht im eigenen Jungle aufzubauen, den sich so ein bisschen zurückzuerobern. Auch der Hook nicht gesessen von Ignar, damit keine Engage-Möglichkeit an der Stelle. Ihr versucht immer weiter die Toplane zu pushen, muss sich dann aber auch selber so ein bisschen bedeckt halten, weil wenn du weiter gehst als dieser Übergang, wo er jetzt steht, dann sind die Angriffsmöglichkeiten, gerade mit Rek'Sai, die halt mit den Tunneln super schnell dazukommen kann, extrem hoch. Und wenn du da einmal getroffen wirst, kommt halt der CC durch Braum, durch die Shockwave, durch den Ash Arrow extrem schnell hinterher. Oh, wieso mit dem Q? Das ist nicht clever. Ich glaube, man kriegt ja keine Agro mit Zinderhalt, sondern nur, wenn man angreift beim Baron. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, also ich glaube, ich weiß, dass Sunfall funktioniert, aber Zinderhalt hat es irgendwann geändert, weil du kriegst halt sonst ständig Agro. Ja? Ja. Also, na egal. Also ich meine, er hat den Gebot geklärt, hat bloß ein bisschen Schaden dabei bekommen, aber so einen Punkt könnt ihr euch nochmal durchgehen lassen. Ich glaube, Zinderhalt prockt epische Monster nur, wenn du sie wirklich angreifst. Weil das ja, wäre logisch, weil eigentlich ist also, es... Also, das heißt ja logisch, wäre angenehm. Ja, klar. Ja, logisch ist quasi der Angriff. Naja, beide bleiben vorsichtig. TP ist halt für Power Weaver noch nicht zur Verfügung, weshalb auch Misfits das 1-3-1 jetzt nicht sofort wagt. Alle bleiben da, selbst Alfari. Und ich muss persönlich sagen, ich fand seine TP-Plays eigentlich ziemlich nice. Ihn jetzt auf der Sidelane zu lassen, ist gar keine schlechte Idee. Weil auf der Blue-Side kannst du den Baron sehr, sehr, sehr gut spielen. Red-Side ist immer ein bisschen bitter, weil du musst halt erst drum rumlaufen, um in den Pit reinzukommen. Beziehungsweise kannst du natürlich gut weg, hier gut stealen, wenn du einfach nur reinspringst. Aber... Stealen ist ja quasi immer so die letzte Option, die man sich aussucht. Naja. Am Misfits lässt sich jetzt wirklich ziemlich viel gefallen. Der Goldversprung ist immer noch ungefähr der gleiche. Aber hier schafft man es gerade sich gar nicht so. Und auch der Drache ist nicht wirklich ein Ziel, was man anfangen kann. Denn wenn H2K den versuchen würde zu starten, würde Misfits einfach den Baron in der Zeit machen. Und umgekehrt sehr, sehr ähnlich. Gleichzeitig hätte hier Misfits natürlich die Möglichkeit, wenn H2K zum Drachen geht, der Toplane weiter zu pushen. Jetzt versucht man den Baron aber anzufangen. Vision von H2K indirekt vorhanden. Sie werden halt unterdrückt durch die Control Ward. Ja, man nimmt sich jetzt nochmal den Kluftkrabbler. Ich verstehe nicht, warum die Alfari da lassen. Wieso lassen die Alfari nicht Sidelane pushen? Das ist jetzt gerade richtig nice. Die Vasallenwelle ist auch nicht groß. Und kann da natürlich für guten Turret-Damage weiter reingetragen werden, wohlgemerkt. Toplane macht Power Weaver sein Ding. Auch einen guten Farm. Wilvin aber ebenfalls. Also er kriegt da die ganze Midlane geschenkt. So, jetzt holt man sich den Mountain Drake. Auch eine gute Voraussetzung. Wie gesagt, Misfits hat sehr viel Damage, könnte auch den Baron dadurch sehr, sehr schnell erledigen. Aber Spiel ist dadurch ausgebrannt. Das bedeutet, man muss bei vielen Dingen nochmal komplett neu anfangen. Slow Push auf der Toplane ansetzen für Misfits. Für Botlane gilt das Gleiche. Und dann natürlich Alfari sich da oben austoben lassen. Jetzt haben beide TP. Das heißt, nach dem Backport nicht nur an sich die Itemstärke, sondern auch immer diesen Rotationsvorteil. Das ist nicht gut, mein Lieber. Das ist gar nicht gut. Zieht ihn auch sofort. Also, da hat man nicht zu lange gewartet. Du kommst halt anders nicht raus. Das ist der große Nachteil von Rumble. Du bist halt null mobil. Würde nur noch fehlen, dass der irgendwie über Wände fliegen kann mit dem Jetpack oder so.
Ja, das wäre auch ziemlich fair. würde eigentlich zu seinem Charakter passen, aber Seile an seine Raketen machen. Zu stark. Jedes Mal, wenn er ultet, fliegt er auch mit. Das wäre nicht schlecht. Aber das wäre dann... Obwohl, er will ja eh rein. Ja, wenn die Ult gerade losfliegt, das dauert ja ein bisschen, hat er eine Kartzeit, hat er die Möglichkeit, das zu reaktivieren und ist dann auch mit dabei. Dann mitzufliegen. Fliegt mit der letzten Rakete mit. Ja. Das ist ja nicht schlecht. Wir sollten einfach Champions designen. Ja, das ist ein gutes Design. Ich habe eine Idee für einen Champion, der einfach durch alle Wände durchgehen kann. Ja. Das wäre richtig gut. Und der sich oder? so zwei verschiedene Formen annimmt. Ja, Mann. Das wäre krass. Und die eine Form ist komplett overpowered, weil die sie übelst heilt. Und die andere ist einfach nur doof. die eine macht übelsten Burst Damage und die andere ist overpowered, weil du ihn einfach nicht tot kriegst. Und der hat übel gut gegen Tanks. Und gegen alle Carries. Und auch gegen alles. Und gegen alles. Und ich würde ihn so nennen wie den Anführer von Nord. Ja, das würde ich machen. Ja, klingt gut. Wollen wir einfach so einen Champion rauskriegen? So. H2K. Ja, die versuchen sich hier immer noch um den Baron zu erwerben. Wir sind hier gefühlt seit 10 Minuten einfach nur an dieser einen Stelle mit der Kamera. Oder halt mal kurz auf Power of Evil, der auf der Toplane weiterhin pusht. Jetzt aber H2K mit dem Versuch, in den Midlane ein bisschen weiter vorzurücken. Da ist man ja schon sehr weit gekommen bisher. Das ist so witzig, ne? Dass wir diesen Unterschied zu Korea haben, die einfach nur den Ash Arrow auf Cooldown halten und hier... Ja. Ich meine, die Countermöglichkeit mit LeBlanc ist halt stupid, ne? Und ist halt global. Auf Evil kann auch seine eigenen Leute schützen. Ja, er wird hier verlangsamt und kriegt jetzt auch den Ash Arrow nicht schon ab, wieder, weil er den Doppelgänger wieder zur Stelle hat. Aber Misfits, die können hier trotzdem gerade nicht reingehen. Oh, das macht er so gut. Endlich die Mechanik der Woche mal vor, keine Ahnung, Folge 36. Ich mal genutzt hier. Ja, wunderbar. Wollt's noch nochmal für Bibbin fertig? Vier Item Power Spike. Ich meine, die sind alle super kräftig jetzt. Also, hackt euch jetzt den Kopf ab, ey. Aber man kann sich irgendwie nicht so richtig dafür entscheiden. Der Split-Push ist halt keine schlechte Möglichkeit, aber H2K kann da halt gut gegenhalten und hat halt auch den, die Möglichkeit, wenn man auf beiden Seiten Fullbild ist, der Vorteil praktisch negiert wurde, da durchzumarschieren. Weil die haben halt einfach einen Galio, der so tanky ist, dass es halt super schwer wird, an dem vorbeizukommen. Wenn der später einen guten Flash-Found landet und danach die Shockwave kommt, wird es halt... Ja, wird es halt RIP sein für Misfits. Aber darauf haben die genau keinen Bock. Also deswegen auch dieses 1-3-1 und der Disengage von Thrash und Varus ist ja not bad. Kha'Zix macht es einfach durch, geht weg. Oder springt weg. Das ist in Ordnung. Es fällt gerade H2K so ein bisschen schwer. Ich denke, die nächste größere Situation wird beim Elder Drake sein, weil das beide Teams nicht ignorieren können. Und H2K wird dann einen kleinen Vorteil genießen. Aber bisher hat mich Alfari von den Ultimates her überzeugt, was dann auch in der Drake-Situation sehr unangenehm ist. Also das hier hebt sich dann auch quasi wieder auf. H2K will fighten und der Elder forciert Fights schneller als der Baron, weil er einfach keine Diebe. Das ist ein seltsamer Teleport. Okay. Man will anscheinend möglichst schnell Richtung Baron rotieren, aber da haben die Gegner auch Sicht. Also allein durch die Krabbe, die da vernichtet wurde. Hat sie jetzt auch. Interessant, dadurch jetzt der Teleport von Power of Evil erstmal draußen. Und der wäre halt super wichtig gewesen, um diesen TP-Vorteil insgesamt zu behalten. Jetzt aber hier der Engage auf Galio, natürlich nicht das perfekte Ziel. Das ist aber zumindest auf der Hälfte, auch für Biffen jetzt Banshees schöner draußen. Einebner. Da kommt der Einebner, um die Gegner zu verlangsamen. Braum wird hier gehuckt, aber man trifft nicht die richtigen Ziele. Zumindest nur indirekt. Ja, Power of Evil, der marschiert wieder Richtung Top-Lane. Das ist halt das Problem, dass du keinen richtigen Follow-Up hast. Sie haben es in der Begegnung zuvor gesehen, dass die Djinn-Ultimate jetzt reingeböllert worden wäre. Ein Hans-Sammer kann ich sagen, ich flash jetzt da rein und mache die Chain Corruption drauf. H2K, die fangen den Baron an. Natürlich kein TP mehr bei Power of Evil, aber der ist noch in der Nähe. Da trifft der Hook schon mal One. Jetzt muss man den Baron eigentlich abbrechen. Obwohl, der ist auf der Debuff ist schon ziemlich gut drauf. Ja, man kriegt hier auf jeden Fall mehr Damage, aber auch der Einnehmer ist nicht da. Power of Evil springt hier nochmal raus, kann nicht getroffen werden. Oder Flash Taunt! Mit dem Flash Taunt. Der Rest des Teams ist aber noch ziemlich weit weg. Alfari wird hier durch die Lantern gerettet. Der große Nachteil von Misfits ist, sie befinden sich auf der falschen Seite der Karte, nämlich im gegnerischen Jungle. Wir müssen jetzt versuchen, über die Midlane rauszukommen. Oh, stark! Sehr schön den Knock-up abgewehrt. Lantern Laterne, sollte gleich wieder ready sein, reicht aber nicht für Alfari. Schöner Versuch und vor allen Dingen schön diesen Knock-Up von Oduamne denied mit dem Auspeitschen mit dem E von Thresh und Power of Evil wieder auf der Toplane unterwegs. Auspeitschen wirklich der Traum, aber HK hat sich erlaubt, diesen Baron anzufangen, weil der Einebner schon raus ist. Ja, das ist die teamfightstärkste Ultimate, die Misfits zu bieten hat. Der Rest ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also Maxlor muss wieder mit den Steel Mechanics arbeiten. Spotted, muss jetzt versuchen rüber zu gehen. Die Lantern ist schon mal da. Hook trifft auch an der Stelle Jay. Oh, der Flash! Die Knight hier das reingehen. Man kann aber nicht stealen.
kriegt zumindest auf der Top-Lane Tower und vielleicht sogar noch den Nebidor. Power of Evil gibt hier sein Bestes, um den noch zu bekommen. Ah, oh, hallo! Super knapp! Hallo! Der kann nichts da muss er flashen, wird trotzdem noch genug ab. Da kommt Galio hinterher. Auch die Gletscherspalte nochmal gut getroffen. Power of Evil wollte sich zurücksetzen. Schafft's aber nicht. Oh, die Minions! Hero Minions! Ja. Oh, das ist wieder ein Absicht geschlafen. Immerhin. Denn der Inhibitor bedeutet, dass die Gegner jetzt auf der Top-Lane reingepusht werden und man den Baron-Buff nicht mehr ganz so leicht ausnutzen kann. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt die Verteidigungsoption ein bisschen besser. Wavegear hat man auch auf jeden Fall auf ihrer Seite mit Alfari. Aber H2K hat gut reagiert. Also hat er gut diese fehlende Ultimate von Alfari ausgenutzt. Die haben auch, wie gesagt, die bessere kommt generell zum Teamfighten und solche Drakes und Barons forcieren halt das Ganze. Man merkt, dass 1-3-1 will Misfits eigentlich durchziehen und jetzt könnte man das vielleicht sogar mit einem Schwung beenden. Power of Evil ist noch ziemlich lange tot und sie haben keinen Engage. Der Disengage ist eher in kleinen Gebieten nützlich. Ja, die beenden das jetzt. Hat noch die Chain of Corruption und da kommt schon mal der Einebene auch so ein bisschen, um die Wave mit zu clearen. Hans Zimmer macht das ganz gut mit dem Wundern's Hurricane. Also einmal noch die Base verteidigen. Okay, warum springt er da rum? Okay, da kommt auch die Ult auf Igna tatsächlich. Der schafft es aber sehr gut, Yoduam den Schacht zu halten. Der Rest des Teams kommt halt gerade nicht über die Wand, Yoduam. Ne, hat ihr gut kassiert. Nutzt jetzt auch nochmal Gargoyle Stoneblade. Schöner Hook. Da nochmal einen Hook hinterher. Aber die Chain leider doppelt die Knight an der Stelle, Yoduam. Ne, fast down. Ist nicht wahr. Könnte versuchen reinzuspringen, aber dann wäre er derjenige, der stirbt. Und chasen weiter. Hier hinterher zu gehen. Man will jetzt die Gegner natürlich so wie möglich auch aus von der Toplane abhalten. Shay wird hier nochmal abgeholt. Und Max Law hinter den Gegnern. Hätte den Slow rein theoretisch mit dem W, springt hier aggressiv nach vorne, wird aber von Nuclear zurückgetrieben. Da keine Ashold mehr vorhanden und auch die Shockwave gerade genutzt. Ja, bis wir das nicht schlecht gemacht. Also ein Ebener, wie du es erwähnt hast, in doppelter Art und Weise verwendet, nicht nur Gegner gedamaged, sondern Minions gekillt. Ja. Das ist auch fast schon entscheidend, ne? Jetzt gibt es den Elder Drake, um gegen den Baron klarzukommen. Sie haben ja den Top-Lane in ihm. Das ist quasi mehr wert als der Mittel-Inhibitor, den man hier erhalten hat. Sie geben sich nicht auf, aber HK hat einfach die bessere Komposition für diese 44. Minute. Das ist einfach nur deutlich angenehmer, weil Alfari, ich meine, es ist nur ihn und das war's. So diese Chase-Sachen sind ganz cool, ne? Raketen hinterherwerfen, den Hook und dies und das, aber HK ist da einfach 10-mal brutaler. Ja. Da muss ich Misfits auf jeden Fall nochmal was einfallen lassen. Power of Evil auch immer noch 2-1-2, also ja, dunkles Siegel hat er wieder verkauft, braucht den Item-Slot und es wäre halt auch nicht wirklich gut gewesen, das Item zu behalten. Hat ihm bisher nichts gebracht. Auch wenn seine Splitpush-Aktionen zu sehr viel geführt haben. Also ohne ihn und ohne diese Möglichkeit von LeBlanc einfach in den Splitpush zu gehen, hättest du auf der Top-Lane keinen Inhibitor und könntest dich jetzt nicht so gut behaupten. Der andere hält leider nicht so lange wie der Baron, wird also hier bald wieder weg sein. Aber das ist auch das Einzige, was sie für ihn haben. Also irgendwann ist eine LeBlanc einfach nur in den Teamfights super gefährdet, wo eine Ori natürlich glänzt und Verbiffen hat Full-Item-Build. Das ist halt einfach die grausamste Ori, die du dir vorstellen kannst. Er verzichtet auf das Stundenglas und das ist das Einzige, was er quasi nicht hat als normale Core-Item, sondern hat hier das Banshees. Ist, denke ich, auch total okay. Kann man auf jeden Fall verwenden, weil Misfits hat halt gar nicht so viel in diese Richtung zu bieten. Bis auf besagte Chain und den Einnehmer. Das ist halt echt bitter. Also Misfits muss sie einfach permanent trollen und irgendwie von der Seite kommen, anstatt diese großen Konfigurationen aufzusuchen. Und das ist sogar richtig cool, dass sie den Elder gemacht haben, weil das wäre nochmal so ein Konfigurationsort gewesen. Ja. Der gibt dir natürlich auch die Möglichkeit, den Baron Buff an sich zu überstehen. Das normalerweise willst du einen Teamfight damit suchen. Mit der Combo von Misfits ist das aber gar nicht so leicht zu machen. Man geht hier eher wieder weiterhin auf den Split-Push. Auf der Top-Lane auch eine riesige Wave. Die wird gleich jemand in Empfang nehmen müssen. Und in der Zeit versucht man sich jetzt in der Midlane den einen Tower zu nehmen und dann auf der Botlane den nächsten. Leider noch keine Vasallen da. Man hätte zwar versuchen können, als komplettes Team einfach drauf zu committen, also wirklich reinzugehen, aber so drückst du in der Midlane noch ein bisschen dagegen. Nimmst noch den Farm in Empfang und hier jetzt der nächste Tower, den Misfits zerstören kann. Ja, das hat funktioniert. Also die äußere Linie nun komplett down. Unterdessen Nuclear schon auch mit Full Item Build dabei. Full Item Build Ash ist halt auch nicht nett. Kann auf jeden Fall guten Schaden rausdrücken. Und ich denke, wir werden nur noch einen einzigen Fight sehen. Ja. Und das ist der nächste Baron voraussichtlich. Und wer den macht, der wird das Spiel auch beenden. Misfits wird einfach durch die Mitte brechen.
Mit HK meine ich, und Misfits können da einfach nur an der Seite Richtung Basis. Weil der Top-Lane-Inhib, der ist ja bald wieder da. Das sind die letzten, oder einer der letzten Super-Vasallen, vor uns durchgekommen sind. So, da hört man es gerade von der netten Ansagefrau. Und 2 Minuten, Leute. In 2 Minuten ist das Game vorbei. Ja, das letzte Baron Powerplay nur bei 700 Gold im positiven Bereich, lag aber auch daran, dass Power of Evil derzeit den Top-Lane Tower und den Inhibitor zerstören konnte. Also da hat man ganz gut gegenhalten können. Beim nächsten wird es wahrscheinlich nicht mehr so aussehen. Auch immer noch 4000 Gold Vorsprung für Misfits, aber das ist inzwischen relativ unrelevant. Ja, bei 80.000 auf jeden Fall. Also bei 80.000 Gesamtwert. Und man sieht es, RTP pusht jetzt hier wunderbar mit den Cure. Muss, wie gesagt, immer nur 1-2 Auto-Takes schaffen. Hier traut er sich nicht mal. Oder doch, er traut sich ein. Zack, da geht er rein. Der hätte jetzt wahrscheinlich auch so 700 Schaden oder so gemacht. Mit Lin Inhib ist bald wieder da. Kriegt jetzt sogar seine eigene Kamera. Boop. Ah, da ist er. Er ist respawned. Und Amde kann halt wenig tun. Kriegt aber auch 0 Damage. Wobei. Es hat gegen Charaktere mit magischem Schaden sehr, sehr gut unterwegs. Und hat halt auch immer noch diesen guten Wave Clear. Kann da aber inzwischen halt nicht mehr so gut gegenhalten. Ja, wir sehen halt einfach, dass hier die Kombo von Misfits wirklich auf Schaden ausgelegt ist. Auf jeder Rolle ungefähr um die. Also so auf der Top den doppelten Schaden ist natürlich klar, aber bei den anderen so immer um die 4000 bis 6000 Schaden mehr. Das ist halt schon ordentlich. Aber gleichzeitig bei H2K natürlich die übelsten Tanks am Start. Oder der übelste Tank mit Oduamne und dann Jenkos, der auch durch Gargoyle's Stormblade einiges aushält. Ja, seine letzte Item wird dann Titanic sein. Dass das Ganze abrundet. Das ist eine interessante Version, das Ganze so weit zu delayen, also dass er wirklich den Adaptive Helm komplett ausbaut, anstatt die Titanic weiter zu forcieren. Aber man kann es verstehen. Double AP, das ist halt Double Pain. Jetzt weiter ein paar Flüge auf der Botlane unterwegs. Macht ja auch immer wieder kontinuierlich gut Schaden an Oduamne, ne? Der kann sich halt nur versuchen, mit dem CC so ein bisschen Zeit zu verschaffen, aber töten sollte er eigentlich Power of Evil nicht können. Nicht im 1v1. Und H2K, ja, die hoffen jetzt darauf, dass Misfits die Sicht beim Baron erweitern will. Dann nochmal der Taunt. Und mit dem Tower zusammen hat Oduamne auch auf jeden Fall genügend Damage. Power of Evil sollte jetzt einmal zurückgehen in die Base, damit er rechtzeitig da ist, wenn man hier um den Baron fightet. Das Gunblade rettet ihm gerade ungemeines Leben. Ja. Stellt er hier wieder her. Der Baron wird hier warm gehalten von Jenkos. Ein Ehen das aber drauf. Immer weiter. Rauf in der Zeit, da kommt der Teleport von Oduamne. Power of Evil kann nicht folgen, denn er ist zu low, der Engage. Hier auf Alfari, Power of Evil kriegt aber einen Tower in der Zeit und man versucht zu disengagen mit der Braum-Ult. 2 Kills für Ashe an der Stelle. Ja, und Igna und Hans Zimmer, die müssen sich jetzt zurückziehen, während Power of Evil nochmal einen Inhibitor holt, glücklicherweise. Man zieht sich jetzt auch zurück und versucht nicht den Baron weiter zu machen. Power of Evil kann hier bei diesen Fights nicht dazukommen. Es würde wirklich wenig Impact haben. Das heißt, jetzt ist der letzte, der vorletzte gefallen. Turm wird man halten können, weil die Überzahlsituation einfach so groß ist. Und das ist für Misfits bitter. Also Alfari, hin und her, die Ultimate war jetzt gerade wieder nicht schlecht. Dass er die Wave nicht clearen kann, aber Kill of Power of Evil. Und das sollte schon gewesen sein, die Todestimer hier viel zu lang. Und damit holt sich H2K tatsächlich das erste Spiel. Die Idee von Misfits war nicht schlecht, Power of Evil immer auf der Sideline zu lassen. Weil er hat ja, hätte er hier den Kill bekommen, wäre kein Wave Clear mehr vorhanden gewesen. Er hätte so ein bisschen fürs Base aber sie hätten dann Base gehen können. Selbst dann hätte H2K sich nochmal zurückziehen können. Ja, aber sie hätten jetzt noch nicht gefinished. Immerhin. Es war High Risk, High Reward. Jetzt war es einfach nur High Risk und Lose. Bitter. Aber Misfits haben noch eine zweite Möglichkeit. H2K war mit einem sauberen Sieg. Die Analyse-Ecke hat es vorhergesehen und auch wir konnten dem Ganzen zustimmen. Diese Komposition ist einfach im Late Game besser. Sie haben die bessere Frontline und das Ganze auch durchgezogen. Zusätzlich natürlich zu dem Fakt, hey, wir haben halt in den Baron mal 4 gegen 5 gekämpft. Der Baron zählt natürlich indirekt für dich, weil er hatte diesen Korrosionseffekt und so weiter drauf. Ja. Aber man konnte beobachten, dass der ein eben noch von Alfari eigentlich immer wieder ganz gut gesessen hat, aber sie sind einer weniger. Sie haben nicht diese Frontline, die gerade mit Rek'Sai und Galio von Ultimate einfach stupid ist. Also ich meine, die stehen nur da den ganzen Tag und taunten dich und sie ziehen dich. Gut gemacht von H2K. So ist ihre Combo aufgegangen, also wirklich danach gespielt, auch wenn es natürlich ermüdend ist. Ja, es ist nicht schnell. Ja. Aber es ist nun mal 1-0 Führung. Wir machen eine kurze Pause, 5 Minuten wird das Ganze dauern. Danach gibt es eine Analyse dieses Games. Bis gleich.
Hallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen E-Sports-Kanonen. Wir sind wieder hier in der AMD-Analyse-Ecke und haben gerade das dritte Spiel des Tages gesehen. Und die Misfits geben sich geschlagen gegen H2K nach einer vielleicht, also erstmal übertrieben langen Partie, muss man einfach mal sagen. Ja. Also es war sehr, sehr lang gezogen. Die längste dieses Splitters. Ja, wurde sogar eingeblendet mitten im Spiel. Ist natürlich die Frage, warum geht das Spiel so lange und wieso hat es so ein abruptes Ende genommen? Man muss einfach ganz klar sagen, H2K hat outskaliert, H2K hat outdrafted, war im Late Game einfach das bessere Team. Eben von den Champions her, aber auch selber spielerisch. Und dann gewinnen sie das Game halt ab der 40. Minute. War eigentlich klar, H2K wird dieses Game gewinnen. Eben die DeBlanc im Vergleich zu Ori fällt einfach extrem ab. Auch Varus kann mit Ashe nicht so gut mithalten. Galio wird unfassbar tanky. Und H2K da einfach outskaliert. Mhm. Misfits hat es einfach nicht geschafft zu snowballen. Sie waren zwar im Early vorne, aber ich glaube nur ein, zwei K-Gold. Es reicht halt nicht gegen die Comp von H2K. Und wie ich in der Pre-Show schon gesagt habe, H2K spielt halt sehr, sehr passiv und das ist ihnen hier wirklich sehr zugunsten gekommen. Ja. Mhm. Gut, wir wollen einmal die Wiederholung, die wir vorbereitet haben, anschauen und wir starten mal mit der ersten. Ja, im ersten Replay sehen wir Misfits da am Herald. Herald ja ein sehr attraktives Objective, eben um das Game zu snowballen, um das Game schnell zu machen. Dann der Ash Arrow auf Che und da wird das Game snowballt das Game eigentlich in Misfits Händen. So. Also sie bekommen da zwei Kills, Trade 2-1 quasi. Allerdings hat es nicht gereicht. Normalerweise in der Comp müsste eigentlich die LeBlanc snowballen, müsste die LeBlanc Power of Evil, müsste viele Kills erhalten. Hat sie nicht gemacht und dadurch konnte er das Game nicht carryen. Ja, bevor wir zum Ende kommen, gehen wir nochmal zum nächsten Replay, selbstverständlich, und schauen auch nochmal rein. Okay, Misfits spawnt hier den Rift Herald, der wirklich einen sehr guten Charge auf den Mid-Turret bekommt. Maxlor war off-guard, interessanter Move, interessantes Pathing. Igna wird dann gecatcht, nachdem er den Tank-Support hookt, aber natürlich kein Follow-up da ist, da die beiden Carries disengagen wollten. Ihnen war es anscheinend genug, dass der Rift Herald da den Mid-Turret attackiert und ich denke, die waren da nicht auf der same page, wie man schon gern sagt. Mhm. Ja. Wobei man dazu sagen muss, der Rift Herald hat dann den Tower nicht geholt, man hat ihn dann abgeben müssen, beziehungsweise hat dann das Potenzial des Rift Heralds einfach nicht ausschöpfen können, hat zwei Tode kassieren müssen und hat dann selber den Mid-Turret verloren. Währenddessen hat Power of Evil dann auf der Top-Lane dann nachträglich den Tower geholt, aber hätte Power of Evil dabei sein müssen oder hätte es nichts genützt? Es hätte so in dem Sinne nichts genützt. Der Fehler war da eigentlich, den Rift Herald zu spawnen, muss man ehrlich so sagen. Das sehen wir in der LCS immer wieder, so ein paar fragwürdige Heralds, die fragwürdig gespawnt werden. Die Teams sind anscheinend noch nicht so gewohnt, diesen einzusetzen. Auch in Scrims kommt der, also zumindest in der EPS und in den LCS-Scrims, die ich gesehen habe dieses Jahr, wird das eher weniger eingesetzt. Man versucht eher normal zu spielen, ohne diesen Rift Herald in den meisten Fällen. Dementsprechend die Teams da vielleicht auch nicht die hundertprozentige Practice. Und das war halt dann unglücklich kommuniziert, dass Power of Evil auf der Toplane war in der Zeit. Was man auch sagen muss, dass manche Teams vielleicht gar nicht diesen Timer, diese 4 Minuten, die der Rift Herald hat, bedenken. Ja. Und dann am Schluss muss man ihn halt einfach spawnen, weil sonst ist er komplett verloren. Und dann kommt es manchmal zu eher ungünstigen Spawns, wie in der NALCS letzte Woche, glaube ich, wo man ihn in der eigenen Base spawnt und dann nicht einmal zum gegnerischen Turret kommt damit. Also habt ihr auch so das Gefühl, man will den Herald haben, aber man weiß noch nicht so genau, was man will ihn unbedingt haben. Es ist ein sehr wichtiges Early Objective, einfach weil es halt quasi, wenn man es richtig einsetzt, mindestens ein Tower for free ist und sogar noch wahrscheinlich ein zweiter Tower. Aktuell haben die Teams damit ihre Schwierigkeiten, aber eben auf der kompletten Welt, außer quasi Korea. Also das zieht sich durch alle Regionen. Dementsprechend, passiert. Okay. Wiederholung Nummer 3. Ja, im dritten Replay sehen wir, Misfits da möchte die Vision aggressiv contesten, force Jankos da rauszugehen. Sie bekommen dann den Jankos da noch eben, Maxlor kann einfach über die Wände springen und dann sieht man auch da die Stärke von einem Varus und von einem Rumble eben. Varus mit der Ult und Rumble dann einfach als Follow-up mit der Ult unfassbar viel Damage. Sie bekommen da 4 Kills an der Stelle und normalerweise ist das Game an der Stelle eigentlich vorbei, eben weil Misfits von da aus snowballen könnte, sollte, haben sie da nicht getan. Ja, dann wollen wir uns nochmal das Finish des Spiels ansehen. Und das möchte ich gerne wissen, was hat sich Misfits dabei gedacht? Beide Teams wollten um den Baron rumspielen. Sie haben rumgetanzt. Misfits wollte warten, wollte eventuell mit einem LeBlanc Splitpush, hier sieht man es sehr gut auf der Botlane, forcen, dass Galio da zurückgeht, das defendet und es nicht kann und dann, dass sie den Baron holen. H2K hat das gut gelesen und mit der Ashe sofort engaged, Braum danach und mit der CC gut gechained und dann einfach den Teamfight gesucht. Im Endeffekt hat man dann quasi
High-Risk-Play gemacht, geforst zumindest bei den Misfits und wurde nicht rewarded. H2K hat das sehr gelassen untergespielt und damit das Spiel auch beendet. Und trotzdem hat es sehr, sehr lange gedauert. Wird jetzt Misfits vielleicht eine Kombination aus Champions Picking, die darauf eingestellt ist, dass das Spiel ähnlich lange dauert? Das kann man so nicht sagen. Eben, sie wollten ihr snowboarden, sie haben sich hinbekommen. Das kann passieren. Das wird der Misfits Coaching-Staff selber wissen, was sie jetzt genau machen müssen, an welchen Schrauben sie jetzt schrauben sollten, um das zweite Game für sich zu entscheiden. Mhm. Da muss man dann halt sehen, was der Coaching-Staff von Misfits da macht. An sich war ja die Comp von Misfits nicht schlecht. Ja. Die Comp an sich war nicht schlecht, sie hatte nur einen Timer drauf und es lag halt an Ingame-Sachen, an kleinen Fehlern, an Fehlern, die man nicht ausgenutzt hat, dass man einfach nicht das Game closen hat können. Genau. Inwiefern macht es jetzt Sinn, vielleicht mal seine Taktik ein bisschen zu überdenken oder vielleicht umzustellen? Oder sollte man lieber sagen, wir halten einfach an unserem Konzept fest, wir haben uns für diesen Spieltag was vorgenommen und das möchten wir jetzt weiterhin durchsetzen. Also wie arbeitet man dann hinter den Kulissen vielleicht? Also normalerweise bereitet man sich vor, man weiß, wie der Gegner spielt, man hat eine Counter-Strategie. Und an sich war es ja gut. Sie müssen einfach nur, es lag an einzelnen Moves, dass man hier einfach einen Snowball rausholt, dann kommt die LeBlanc ins Snowball. Dann kann sie Split pushen. Dann müssen mindestens zwei die LeBlanc aufhalten, dann kann man auf der anderen Seite von der Map irgendwas holen. Und so wäre also das Spiel, die Spieltheorie an sich war gut, man muss es einfach nur besser ausführen. Ganz genau, eben. Wie er schon sagte, wahrscheinlich, Misfits hat sich vorbereitet auf H2K und Misfits möchte diesen Spielstil spielen, Kalle, ich bitte dich. So, die möchten das so spielen, die möchten eben snowboarden, die möchten das Game schnell machen. Jetzt hat es im ersten Game nicht geklappt, aber wenn sie das so gepracticed haben, dann werden sie das beibehalten. Und das logischerweise, wenn sie es im ersten Spiel gespielt haben, dann werden sie das logischerweise auch so gepracticed haben. Ja, danke für deine Einschätzung an dieser Stelle. Ja, aber da bin ich natürlich eurer Meinung. Das dürfte natürlich mit viel Vorbereitung auch verbunden sein. Beide Teams werden sich dementsprechend vorbereitet haben. Das ist einem natürlich alles klar. Meine Frage war aber dahingehend dessen, ob man jetzt vielleicht sagt, okay, wir haben uns so und so vorbereitet, jetzt hat das nicht funktioniert, jetzt machen wir es anders. Nein, wegen einem Spiel wirft man seine komplette Vorbereitung nicht über Bord, das ist Quatsch. Ja. Nein. Es kann natürlich auch sein, je nachdem, welche Seite sie jetzt haben, dass man da eine andere Strategie fährt. Das stimmt. Kommt darauf an, welche Picks man bekommt, wie gebannt wird, aber an sich, wegen einem Spiel die ganze Strategie über Bord zu werfen, wäre Schwachsinn. Mhm. Aber man hat vielleicht immer einen Plan B noch. Natürlich, gut. Hat man das vielleicht im letzten Split bei Fnatic auch gesehen, dass sie vielleicht ihren Plan B mit dem Cannon-Pick dann schon früher forcen mussten, weil sie halt vielleicht für die Playoffs dann, also dass sie Angst haben mussten, nicht in die Playoffs zu spielen? Kann sein, ja, aber es war eher so der Fall, dass man hat nichts mehr zu verlieren gehabt. Man hat versucht, man wollte die Playoffs erreichen, mit egal wie, auch ein schmutziger Sieg ist ein Sieg und so kam man dann auf Cannon Odyssey, der ja bis jetzt heute Bestand hat und Teil unserer Strategie ist. Ja, kommen wir mal wieder zurück zur Partie. Misfits gegen H2K. H2K hat also das erste Spiel gewonnen und dementsprechend, so wie ihr das immer so auch hier in der Analyse-Ecke dann immer beisteuert, das Momentum liegt dann jetzt auch bei H2K. Wie kommen die Misfits jetzt zurück? Also woran können sie jetzt am besten arbeiten? Der Coaching-Staff muss einfach dafür sorgen, dass das Team jetzt nicht irgendwie tilted ist, dass das Team ruhig in das nächste Game geht und einfach ihren Spielplan verfolgt. Ja, gut. Dann werden wir mal sehen, ob sie das machen können. In der Pick-and-Run-Phase wieder auf der roten Seite H2K und Misfits wieder auf der blauen. Beide Seiten, beide Teams auf den gleichen Seiten. Also dann sehen wir, Kalle, ob jetzt der Spielstil geändert wird, wie du gefragt hast, aber ich bezweifle es. Die ersten vier Bands sind auch exakt die gleichen. Misfits band jetzt noch den Trash raus, möchte anscheinend also den Trash selber nicht spielen. Weiß ich jetzt nicht unbedingt warum, man möchte wahrscheinlich... Elise? Ich muss dein Mikrofon wieder ein bisschen näher ranmachen, jetzt versteht man den nicht. Mein Lieber. Tut mir leid. Aber wir. Genau, also. Man bannt jetzt die LeBlanc, interessant. Okay. Also ich würde für den Elise First Pick gehen. Ja. Bester Jungler momentan. Denke ich auch. Early Game Pressure. Wenn man Mobility Boots hat, dann kann man auch den Gegner outjungeln. Mhm. Und Maxlaw spielt eine gute Elise. Ja, das auf alle Fälle. Und man pickt den Jankos weg, der auch eine gute Elise ist. Stimmt, beide auf jeden Fall. Man könnte jetzt sich überlegen, Saya Rakan zu spielen von H2K. Weiß ich nicht, ob man das machen möchte. Ich glaube aber, also Rakan müsste man hier quasi picken, weil man, den nicht abgeben möchte an Ignar. Und weil es halt jetzt einfach Trash ist raus, Tom Kench ist raus. Das bedeutet, Rakan ist aktuell der beste Support. Aber okay, wir sind im Raum. Okay, vielleicht wieder die gleiche Botlane. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Aber man muss jetzt eigentlich noch nicht den AD Carry picken, es ist noch Ashe offen, Varus ist offen, Chill ist offen, Xayah ist offen, Kalista ist offen, die haben wir noch heute gar nicht gesehen. Ja.
Callisto Brom wäre eine gute Lane, aber man entscheidet sich. Ash. Never change a winning team. Ja, ich meine, Nuclear spielt eine sehr gute Ash, ist bekannt für seine Ash, auch in Solo-Queue spielt er eine Menge Ash. Dementsprechend kann man das auf alle Fälle so machen, vor allem wenn der Spieler sich auf diesen Champion wohlfühlt, gut darauf performt, wieso nicht? So. Nächste Pick-Rotation, also jetzt von den Misfits. Entweder man matcht jetzt die Botlane, oh, das glaube ich, würden sie auch machen. Rakan, ja. Muss Rakan hier picken, auf alle Fälle. Und Draven wird es nicht. Ein AD Carry würde ich jetzt hier gut finden. Ja, war das vielleicht wieder? Varus, Kalista, sehr stark. Kalista mit Rakan und Hanzama ist wirklich eine gute Kalista. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ja, Kalista würde mir hier auch sehr gut gefallen, einfach weil. Ja, oder Saya passt natürlich genauso gut, mindestens wahrscheinlich sogar besser. Ich weiß nicht, haben wir Hanzama schon auf Saya gesehen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Und ich glaube, in diesem Szenario ist Saya sogar besser, weil Ashe ja Kalista leicht countert. Ja, das stimmt, ja. Fabiven hovert seine alte Riven. Ja, er war mal früher ein Riven-One-Trick-Pony, dementsprechend hovert er ab und zu mal den Champion, aber das wird kein Pick für die LCS. So, man könnte jetzt Toplane picken und dann mit der zweiten Bann-Phase Toplane ausbannen. Oder man geht für den Blind Corki. Ja. Kann man nicht viel zu sagen. Man möchte ihn anscheinend selber nicht bannen, man möchte ihn aber auch Power of Evil nicht geben. Also entscheidet man sich, ihn hier wegzupicken, einfach ihn wegzupicken und ihn selber zu sichern. Aktuell wahrscheinlich der beste Midlaner auf diesem Patch. Cassio ist sehr gut gegen Corki, deswegen auch gleich weggebannt, dass man da was weghört. Lucian könnte ich mir noch vorstellen, dass man ihn bannt, weil der auch sehr gut gegen Corki ist. Oder man nimmt wieder einen Renekton raus für die Top-Lane. Ja, Renekton ist dann ein Champion, den man eigentlich immer picken und immer bannen kann. Aber auch ich würde einen Lucian-Bannen hier präferieren, eben weil Lucian einfach sehr, sehr gut gegen diesen Corki ist. Jetzt sehen wir den Rek'Sai-Bann. Macht Sinn, man hat selber schon den Jungler gepickt. H2K hat noch keinen Jungler. Ich erwarte jetzt eigentlich noch entweder einen Warwick oder einen Lee Sin-Bann, je nachdem, wo man Jankos stärker drauf einschätzt. Und da möchte man Jankos halt auf einen Champion forcen, der vielleicht nicht ganz so optimal ist. Ja, genau. Renekton und jetzt hoffentlich noch einen Jungler. Ja, ich rechne fast eigentlich mehr mit Warwick als mit Lee Sin. Jankos hat auch sehr viel Warwick gespielt. Ja, das stimmt. Auch in der Solo-Queue, Competitive. Ja. Müssen wir sehen, je nachdem, wie Misfits das oder einschätzt. Oder man bannt noch einen Top-Laner raus, könnte man natürlich auch machen. Würde für mich aber weniger Sinn ergeben als den Jungle-Bann. Galio. Da haben wir den Top-Laner. Shen ist open, ja klar, und würde mir hier auch tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Eben Odo Amde, sehr starker Shen-Spieler, hat eine sehr starke Laning-Phase damit und weiß ganz genau, wann er ulten muss. Dementsprechend kann ich mir hier einen Shen-Pick sehr gut vorstellen. Ja, ich mir auch. Ja, gut. Freut mich, Carlos. Finde ich gut. Ich auch. Und es wird aber der Gragas. Ja, Gragas. Ja. Ist aber ein Flex-Pick für Jungle, das muss man ganz klar sagen. Und könnte ich mir auch gut vorstellen. Eben, wir haben es gesagt, Rek'Sai ist raus, Zac ist raus und eben die Elise ist gepickt. Dementsprechend Gragas. Das ist sogar ziemlich klug hier von H2K so zu draften. Ja. Und gar nicht zu zeigen, ja, was wollen wir denn auf der Top-Line eigentlich spielen. Jetzt holt man sich wieder den Rumble rein, genauso wie eben. Und jetzt gibt es dann noch den Midlaner. Das ist natürlich schwierig. Man muss so sagen, Shen bekommt ziemlich hart aufs Maul gegen Rumble in der Lane. Nette Formulierung. Der kassiert ziemlich hart. Ist auch keine nette Lane dann. Ja. Dementsprechend weiß ich nicht, ob man da jetzt noch Shen picken möchte. Gragas ein bisschen besser eben, weil er Sustain hat über die W oder allgemein über die Passive mit dem Heal. Und ja, da ist der angesprochene Lucian. Power of Evil auf Lucian in der Mitte. Kann man so machen. Ja, frohe Weihnachten. Frohes Ostern. Ja. So. Bin ich sehr gespannt. Hat er das schon mal gemacht? Nee. Lucian hat er noch nicht gespielt. Nee. Jetzt bin ich sehr gespannt, was wir auf der Toplane sehen werden. Camille into Rumble kann man machen. Muss man nicht. Okay, Camille Toplane. Gragas Jungle. Ja. Ist auf alle Fälle ein gutes All-In. Ich erwarte spätestens Level 6 ein Toplane-Gank. Ja. Dass man den Rumble da rausnimmt, der hat keine Chance da rauszukommen. Auf alle Fälle, ja. Und ich gebe das Game an H2K, muss ich ehrlich sagen. Das wird meiner Meinung nach ein schönes 2-0, wenn man hier korrekt spielt. Korrekt spielt. Wenn man hier korrekt spielt. Gut, die Analyse-Ecke ist sich mal wieder einig und es sollte also dementsprechend ein 2-0 werden. Ob es denn so wirklich ist, das werden wir sehen, wenn der Nexus kaputt ist. Maxim und Bahamut Bart, bitteschön. Vielen Dank. Es ist einfach nur ADC-Time. Na, wieder haben sich zwei hineingeschlichen.
Ich fand die Antwort mit Kog'Maw ziemlich nice. Jetzt hat man hier den Lucian am Start als Alternative. Mal gucken, na, wird da doch ein recht schönes, episches Battle. Theoretisch ist Lucian immer noch der bessere Duelland. Ja. Also er hat da deutlich bessere Karten, geht auch das Blade-Build mit hoher Wahrscheinlichkeit und wird es da Corki noch ein bisschen schwerer machen. Und Camille auch deutliches Skill-Matchup. Na, je weniger Tanks in League sind, desto mehr Krach-Bumm werden wir sehen, ne? Beziehungsweise ja, natürlich entsprechend zum Thema Tanks, da hat jetzt zum Glück H2K noch den Gragas im Jungle und halt Braum, der auch so ein bisschen tanky werden wird, um dann eine gute Frontline darzustellen und auch den Schaden von den Misfits zu verringern. Im Early Game würde ich sagen, hat Lucian hier einen Vorteil, einfach durch die doppelten Auto-Tags, wenn er wirklich auf nahe Distanz kommt. Später kann Corki aber gut dagegenhalten mit dem Burst-Damage und der Range, die er zur Verfügung hat, aber es wird halt eine Weile dauern. Ja. So würde ich das zumindest einschätzen. Ja, und jetzt sollten wir gleich in-game gehen. In Spiel 2, wo es darum geht, ob H2K sich vielleicht schon 2-0 Sieg holen kann. Womit ich tatsächlich nicht gerechnet hätte heute. 2-0 nicht, nee. Aber H2K, wie gesagt, hat jetzt eigentlich so die schwachen Phasen hinter sich. Für sie ist es ganz wichtig, sich mal wieder zu fangen. Ja. Also man muss ja dann denken, sie waren jetzt auf jeden Fall niemals Titelträger, aber immer wieder eine Gefahr. Und keiner hat es gemocht, gegen sie zu spielen, weil sie einfach wirklich sehr, sehr stark sind. Die Botlane hat es, glaube ich, genug Zeit gehabt, sich zurechtzufinden. Langsam sollte man anfangen, ein bisschen zu böllern. Na, ein bisschen die Kluft, beziehungsweise auch den Split etwas unsicher zu machen. Diesmal haben sie eine gute Komposition gewählt, die ziemlich rund ist. Sie haben den Tank, sie haben den Split-Pusher, der seine Lane deutlich gewinnen wird. Also Camille wird mit 2-3 Items undestroyable sein. Ja. Ich habe heute erst gegen eine gespielt. Die hat mir mit ihrem True-Damage-Auto-Attack 900 Schaden gemacht. Und ich dachte einfach nur, warum, wieso? Ich habe dir doch nichts getan. Und also das Potenzial ist sehr, sehr groß. Ja, und gegen den Rumble vor allen Dingen, weil der ist halt nicht wirklich tanky, hat viel Wave-Clear, würde auch am Anfang in der Lane eigentlich die Oberhand haben und sie ein bisschen unter den Tower drücken. Aber wie schon gesagt, mit den ersten zwei Items eigentlich schon sollte sie sich da sehr gut behaupten können. In der Midlane wird Corki auch ein bisschen warten müssen. Also bei H2K muss man am Anfang ein bisschen durchhalten, aber dann sollte man hier in den Lanes auf jeden Fall auch die Oberhand haben. Und auf der Botlane, ja, da kommt es halt drauf an, wie man Xayah Rakan umsetzen kann. Ja. Bei dem musst du wirklich alles genau richtig machen, um die Trades zu gewinnen. Sehen wir auch mal ganz gute Power-Spikes mit den entsprechenden Leveln. Das heißt, hier gut eine Tick-Speed-Wert und ab Level 2, 3 ist auch Ignar super mobil. Also Rakan ist immer noch so ein Supporter, der so dermaßen punishlos ist. Er fliegt halt einfach durch die Gegend, kann rein, kann raus. Kann wirklich sehr, sehr mobil sein. Jetzt hat man hier den Level 2 Power-Spike gleich. Oh, sie machen es schon vorher. Ah, das ist eine interessante Entscheidung gewesen. Du hast halt auf Level 1 immer noch diesen Bonus mit Xayah Rakan, in der kommt, dass Rakan diesen B-Effekt von Xayah auch bekommt, was du halt bei einer anderen Teamkomp nicht hättest. Jetzt sehen wir nochmal Maxlore mit der letzten Elise-Performance, die er hatte. 7-0er Schade. Ja, Ignar hier gerade nicht den Knock-Up getroffen, damit sehr stark bestraft worden. Hat auch noch nicht Level 2, kommt also nicht so gut von Nuclear und Shay wieder weg. Ist auch gegen die Botlane tatsächlich ziemlich schwierig. Wenn du einmal drin bist, der Slow von Braum und Ashe ist halt sehr, sehr stark. Und gleichzeitig, wenn du die Passive einmal drauf hast von Braum, wirst du auch mit Ashe ziemlich schnell festgehalten. Gank auf der Top-Lane. Diese Lane kann man auch permanent ganken. Ja. Also in jedem Spielverlauf. Wo du am ziemlich nah am Süden hier. Ah, Maxlow wurde jetzt gespottet. Also da kann sich Oduamne rechtzeitig zurückziehen. Ist jetzt auch hinter der Wave versteckt. Da wird es schwer, mit dem Kokun ranzukommen. Das ist aber auch nicht schön, ne? Naja, er will halt eigentlich da bleiben. Du willst halt nicht mit Level 2 schon zurück und deinen Teleport opfern. Jetzt muss man gleich den Kokun ausweichen. Nutzt dafür sogar den Flash. Das bitter. Ich hätte gedacht, er hätte den Sidestep versucht. Er hat halt noch nicht Level 3. Also wahrscheinlich hat er dieses Ranziehen noch nicht gehabt. Deswegen musste man hier Flash einsetzen. Aber Alfari. Da kommt Jengos. Flash braucht einmal. Wäre drin gewesen. So hat man aber zumindest den Flash von Alfari bekommen. Ja, not bad. Jetzt muss man nur noch den Farm wieder aufholen, das ist halt so ein bisschen ärgerlich. Da hat Oduamne doch einiges verloren. Der startet natürlich bei allen Charakteren Dorans Schild. Also wirklich im Prinzip bei allen, weil Jungle und Supporter gehen nochmal anders vor. Wegen den Gold- bzw. Jungle-Items. Ja. Also hier eine etwas vorsichtigere Natur. Jankos, okay. Nö, doch nicht wieder rüber. Zieht sich der gleich zurück. Ja, man wird hier einen Lane-Gang mit Elise versuchen. Elise halt im Early-Game super stark und auch da immer sehr aggressiv.
was das Gankverhalten angeht. Und wir haben ja auch nicht mehr so viel Mana übrig. Hier wurde, glaube ich, nicht gut geschauspielert. Ja. Wieso, wenn er den Flammenwerfer anhat, wieso sollte er sich kurz zurückdrehen? Er will ihn natürlich reinlocken, aber das ist zu offensichtlich. Manchmal muss man einfach durchbrennen und hoffen, dass natürlich ihr Stun rauskommt. Maximiert doch den Hookshot. Ist normal. Sorgt auf jeden Fall für mehr Mobilität. Warum nicht? Das Ding macht ja auch ein bisschen, macht ja ordentlich CC. Und gegen Rumble ist natürlich auch wichtig, dass du immer raus und rein kannst, um da dem Flammenwerfer notfalls zu entkommen. Und auch Elise ist insofern ist gar nicht so schlecht. Für Vivien in der Midlane hat die einiges an Schaden nochmal von Paul abbekommen. Da kommen Igna und Alfari noch dazu. Hier oh, der geht da rein, alleine! Igna alleine würde das nicht überleben können. Man holt sich aber zumindest den Kill. Okay, und dann ist Power of Evil da, der auch nochmal den schnutzig Source hinterher. No way! Ein Auto-Attack. Double Kill für ihn. Nee. Das ist ein richtig starker Start. Dass das auf Gegenseitrip, ey. Habe ich gesagt, Igna kommt da nicht raus. Ich meine natürlich, der kommt da super easy raus und kriegt Backup vom Rest seines Teams. Hat sogar nicht mal Ignite genutzt an der Stelle. Das geht auch nicht, Leute. Ich dachte, das war's. Jetzt geht er down, jetzt wird er hier vom Turret kaputt gemacht. Das dachten wir alle. Außer Igna, der wusste, dass er rauskommen würde. Und Alfari weiß auch, dass er hier Backup von Maxlaw bekommt. Die Rakete zwar nicht getroffen und da kann man auch ein bisschen Abstand gewinnen, aber man hat keinen Flash mehr. So wird es sehr schwer, den Cocoon auszuweichen. Ja, gut gewartet auf den richtigen Winkel. Und Wamne jetzt mit 100 AP und Alfari kriegt dann noch einen Tower-Shot. Aber dafür Elise mit dem Kill. Das hätte ich von Abend nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass er wirklich den Sidestep versucht. Ich meine, der Winkel wird immer unangenehmer, da hast du schon recht. Weil dann irgendwann einfach die Wand neben dir ist und zurücklaufen, wenn nicht mehr so viel bringt. Aber hier kam mit der Cocoon äußerst langsam vor. Naja, auf jeden Fall Igna hier, heroische Eröffnung. Geht er alleine rein, man dreht auf Jankos um, also der First Blood Master wird hier gefirstbloodet. Und Igna kommt halt echt noch davon, das ist halt lächerlich. Und Power of Evil hat auch kein Mana. Exhaust. Reicht halt ganz genau. Das Q war halt super wichtig wegen dem Doppelschuss. GG. GGWP, somit haben wir Sheen gegen Blade und dreimal durfte raten. Blade ist da doch ein bisschen besser. Eieiei. Misfits, ey. Haben natürlich auch ein Midgame-starkes Team. Im Late-Game ist es schwer abzuschätzen, weil ohne Frontline sind zwei Damage-Dealer schwierig. Sie haben auch nur Rakan als Engage. Und wir haben halt schon gesehen, was ein Corki an Burst-Damage raushauen kann. Das heißt, wenn Rakan wieder reingeht, wird die Leute charmen, platzt er einfach nahenlos auf. Und Braum kann er zwei ADC sehr gut zurückhalten im späteren Spielverlauf. Den Schild. Misfits Komposition ist halt sehr strong, wenn sie vorne ist, aber ich finde immer noch unfassbar schwer zu spielen. Du hast halt, dir wird nichts verziehen, also gar nichts wird dir hier verziehen. Jankos kann man ein bisschen Blödsinn machen, ist halt immer noch tanky. Nur noch Rude Amne wird natürlich immer auf der Sidelane sein. Ja, hier wird halt H2K praktisch genau das machen, was Misfits im letzten Spiel gemacht hat, immer jemanden auf eine Sidelane zum Pushen schicken und oh, du haben eine Traded hier wirklich sehr, sehr gut. Hat natürlich auch Level 6, aber genauso Alfari, der versucht mit dem Eingebenden zu kontern. Elise jetzt auch sofort da, du haben eine will nochmal für den Kill gehen mit der eigenen Ult. Jetzt muss er gucken, wie er da am besten rauskommen kann. Slow noch mal durch die Rakete, aber Movement natürlich vorhanden bei Oduamne und da reicht auch Repel nicht mehr. Auf der Botlane jetzt gerade fast Chey gestorben. Werden wir vielleicht nochmal gleich in einem kurzen Replay sehen. Haben den Level 6 Vorteil ausgenutzt von Hans Sammer. Deswegen musste er sich da zurückziehen. Schön gemacht mit dem Harpunenschuss. Hat den, wie gesagt, maximiert. Deshalb der Cooldown auch recht gering und kann den da gut einsetzen. Aber bisher macht das Alfari echt nicht schlecht. Duelliert sich wunderbar. 3 Assist. Ja, auf jeden Fall beteiligt im Spiel. Aber er wird halt merken, dass Kimmel einer der Champions ist, die fantastisch mit Items scalen. Ja, ähnlich wie bei Fiora. Da hat man die Champs ja schon ein paar Mal verglichen. Wir sind jetzt hier mitten in unterwegs und Jankos wird den Blue Buff hier vorbereiten. Der sollte am besten an Verbiffen gehen, genauso wie Power of Evil. Sind zwar AD Carries, aber sind halt AD Carries, die sehr viel mit ihren Spells arbeiten und deswegen auch wegen, oder mit dem Mana oder dem, der Cooldown Reduction sehr viel anfangen können und von dem Blue Buff profitieren. Ja, sie pushen halt mit Spells. Ja. No, das ist immer ganz praktisch, wenn man diese dann auch spammen kann. Deswegen auch mein Standard-Item gewesen von Lucian mit der Sense Reaver und so weiter. Weil natürlich die Spam Marino dann gerade auch seine Mobilität indirekt erhöht durch den Dash. Ja, der muss halt ordentlich mit Mana unterfüttert werden. Es gab eine kleine Rotation. Man will jetzt hier die Top-Lane
wieder pushen. Ist okay, dass das erfolgt. Ich finde das jetzt nicht tragisch, aber man hat gemerkt, dass die Gankfrequenz da oben doch insane hoch war. Mhm. Und dadurch entschärft man das vorerst so ein bisschen. Aber die ist schon wieder in Richtung Botlane unterwegs. Also wir da versuchen wieder Ganks anzubringen auf der Top. Jetzt der Knock-Up-Versuch von Ignar hat auch getroffen, damit wieder sehr viel Schaden an Jay. Und da kommt Jankos, aber auch Maxlor dazu. Das Fass hier ganz gut als deeskalierende Maßnahme eingesetzt. Aber der Damage natürlich von Misfits wesentlich höher. Und die können ihn hier gut den Weg abschneiden, trotz der vielen Vasallen. Packt Maxlor das bisher ganz gut. Da kommt der Bauchhammer und der Damage reicht von Oduamne. Da war Alfari nicht rechtzeitig dabei. Und auch Power of Evil kommt hier ein bisschen zu spät, um nochmal irgendwie an Oduamne rankommen zu können. Oduamne, ey, was ist für ein Tier? Ja, hat dir einfach mal die Spinne zerhackt. Ja, lange Beine, gute Spinne. Ihr könnt gleich nochmal Bauchhammer abkriegen. Ja, jetzt kommt der Stun, Bauchhammer hinterher. Verstärkt der Auto-Tag auch. Und der nächste Kill für H2K auf der Top-Lane verliert man derzeit Shay. Nuclear macht das aber nicht schlecht. Kriegt hier fast noch an Summer. Hätte man da nicht den Charme. Jetzt hat man fast den Spear wieder ready, aber gerade die Ult gut. Oh, stark. Konzert mit der eigenen von Hans Summer und da sehr viel Schaden gemacht. Der Hans, ey. Der Hans. Der ist einfach crazy in the head, Hans. Wahnsinn. Sehr, sehr schön gemacht. Ulti lange aufgehoben. Auch natürlich die 2 gegen 1 Situation als Vorteil gehabt. Oha, hier ist auf jeden Fall H2K irgendwie als Vorbild drin. Jetzt wieder ordentlich. Naja. Ja, gemischte Gefühle, sage ich mal. Misfits kriegt in der Mitte wieder gut Kills. Die Gefühle der Lucian ist not bad. Auch Hans Sammer setzt sich deutlich von Nuclear ab. Nicht nur bezogen auf die Kills, sondern auch der Farm. Ja. 20 CS mehr, boah, das ist halt ekelhaft. Und er hat ja auch das Crit-Bild, was deutlich langsamer ist, aber mit einem Vorteil, die ja sehr, sehr schnell abhanden kommt. Ja, das Scaling ist halt wesentlich besser. Also du wirst länger im Spiel relevant bleiben. Hier gerade der Drache, der von Jankos und Verbissen angegangen wird. Den sollten die auch kriegen. Keine Sicht von den Missiles vorhanden. Und die konzentrieren sich gerade eh mehr auf die Top-Lane. Denn da hat man die Möglichkeit, sich bald den First Blood Tower zu holen. Und H2K macht das hier ganz richtig. Sie selbst werden den First Blood Tower nicht contesten können. Eigner hier jetzt mit dem Knock-Up. Ultimate hat er aber noch nicht wieder ready. Also wird schwierig, da den CC hinterherzusetzen. Cocoon daneben gegangen. Somit wird man sich auf den Tower konzentrieren müssen und nicht auf die Kills. H2K zieht sich hier sogar schon ein bisschen zurück. Und wie schon gesagt, sie haben halt gut reagiert, haben sich den Drachen geholt stattdessen. Und die wollen halt Fari tilten. Mhm. Ich meine, sie haben echt einen sehr, sehr guten Lockdown mit der Ultimate von Oduamne. Müssen aber den Dive, wenn dann schnell durchwinden, weil den Tower hier oben, den haben sie verloren. Und somit wird die Botlane von Misfits noch fetter. Jetzt kommt aber Jankos Flash, Bauch haben wir hier schon mal getroffen, fast hinterher, schönes gute Kommen und da nutzt man die Ult von Oduamne, aber der Damage von Alfari viel zu hoch. Alles klar. Oduamne kriegt hier Probleme. Noch ein Flammenwerfer ist down. Wieder, der Damage over time. Ah, der Feuer. Da hat man sich noch gegenhalten können, aber das war halt, ja. Ich sag mal, Jankos ist nicht tanky. Mhm. Noch nicht. Hat das wird auch noch ein Weilchen dauern. Ah, der hat das Ludens-Bild gewählt. Ah, das ist bitter. Runic Echo ist halt echt nice, was so das Mitgeben angeht. Du hast halt echt Schaden zu fügen, aber dann darfst du nicht diven. Du hältst halt nämlich exakt gar nichts aus. Jetzt probiert man es nochmal. Einfach. Q geht daneben, damit braucht man Auto-Attack mehr. Da kommt der Knock-Up. Ein Kill hat man. Das war schön. Aber Jay hat nochmal sehr viel Schaden bekommen. Also der wird jetzt auch zurückgehen müssen. In der Zeit Igenar mit dem Herald. Und den wird man diesmal wesentlich besser einsetzen können als eben. Davon gehe ich zumindest aus. Midlane wird auch schon gut gepusht. Da kommt der Ash Arrow. Weiteren Push ein bisschen verhindern zu können. Und das ist der Herald, ja. Das ist der T1-Tower in der Midlane. Und was Türme angeht, ist gerade Misfits auf jeden Fall vorne. So, das hat schon mal geklappt. Also 6000 Gold Vorsprung in der 13 Minuten, Leute. Das ist wirklich ridiculous viel. Ja. Toplane fast 20 Farm mehr. Midlane war ebenfalls ein guter Vorsprung. Botlane 30 CS mehr. Und das sind die ADCs. Na, da ist ein deutlich großer Unterschied. Natürlich hat Ashe immer noch den Vorteil, dass sie ihre Ultimate hat. Sie wird also nie ganz an Relevanz verlieren. Aber Jankos macht es diesem Team jetzt nicht einfach. Es gibt die Variante, und wir haben sie sehr oft gesehen mit Runic Echo, wo der Gragas wirklich im Midgame übelst viel zu sagen hat. Aber, ich weiß es nicht. Du, wenn du Cinder halt gehst, bist du halt echt nicht gut dabei, was deinen eigenen persönlichen Schaden geht, aber du skalierst übelst brutal ins Late-Game. Ja. Insgesamt ist es bei H2K halt eh so, dass sie mit Corki und Fiora halt lange brauchen, um an die Items zu kommen, weil sie teuer sind, aber mit denen halt super gut funktionieren und super gut spiken. Und Jankos, ja, vielleicht hat er sich gedacht, man möchte ein bisschen relevanter im Midgame sein, aber insgesamt ist die große Stärke von H2K halt doch das Late-Game. Die Frage ist schon, ob sie da jetzt hinkommen mit dem großen Vorsprung von Misfits.
Denn der ist wesentlich stärker als im letzten Spiel. Hier ist Shay gerade sehr mutig gewesen. Aber auch nicht alleine. Ja. Deswegen ging das mehr oder weniger klar. Ja, da oben, da wird halt Kimmel noch echt lange brauchen. Das wird... Also die Seite weit weg vom Trinity Force, muss er diese Teilgegenstände holen. Wenn er jetzt Fate hat, dann sieht das schon not bad aus. Wird aber diesen Turm aufgeben und man sieht, dass das Misfits einfach nur global snowballt. Die können das, die sich die besseren Duelle leisten, kriegen jetzt mittlerweile den vierten Turret. Das ist halt so viel in der 14. Minute. Öffnen jetzt die gesamte Karte und haben natürlich auch eine Komposition, die eigentlich recht mobil ist, bis auf Rumble. Aber dafür halt Rumble, wie man sehen konnte, doch ein bisschen viel Schaden. Und kann halt in einigen Situationen gut klarkommen. Normalerweise müsste Odo Amel jetzt eigentlich schon anfangen, ihn zu dominieren. Das wird noch dauern. Das wird noch sehr lang dauern. Ja, Alfari hat auch immer noch einen sehr guten Wave-Kill, wird hier also sehr leicht gegenpushen können. Trotzdem der erste Tower für H2K. Und sie haben halt auch den Höllendrachen bekommen, der natürlich für ihr Scaling spricht. Aber sie müssen jetzt erstmal gucken, dass sie halt bisschen aufholen, was das Gold angeht. Denn Misfits hat da immer noch einen sehr, sehr guten Goldversprung von 5000. Wir haben noch die Botten jetzt ein bisschen rauspushen können. Geht aber nochmal zurück in die Base. Trinity Force jetzt bei Corki fertig. Also damit das erste wichtigste Item abgeschlossen zumindest. Was dauert halt noch ein Weilchen, bis man wirklich dem Lucian komplett überlegen ist. Hm. Geduld. Muss aufgezeigt werden. Ich meine, Misfits hat vorher auch gezeigt, dass sie so kleine Vorteile wie die 2-0-Stand, die jetzt auch in diesem Game von Power of Evil, sie nicht direkt vorangebracht hat. Aber diese Komposition ist deutlich bestrafender. Also in Lucian kann natürlich auch dann besser Turrets pushen, wenn er dazukommt. Ja. Was natürlich bei LeBlanc mit dem Blitzbane auch funktioniert, das ist aber erst sehr, sehr spät. Ja, hier nochmal der Knockout auf Shai, Cocoon kommt hinterher und der Damage auf jeden Fall sehr hoch von Maxlor, aber hier hatte man zum Glück Jankos in der Nähe, konnte zu ihm springen und dadurch ist Chain nochmal rausgekommen. Aber Catch-Potenzial auf jeden Fall auch bei Misfits vorhanden mit Elise. Gerade jetzt noch, wo sie noch ein bisschen mehr Schaden mitbringen. Chain abgebrochen, aber sie kriegen ihn nicht. Zumindest den Abbruch nochmal hinbekommen, aber mehr nicht. Das Team von Hans Sammer ist echt bis zu hingeflogen, oder? Mhm. Sieht krass aus, dass es so weit ist. Aber zwei Federn reichen nicht zum Festhalten. Naja, Power Wheel macht sein Ding. Die Raketen sind ihm ziemlich egal. Er hat Blade of Ruined King, also einen entsprechenden Lifesteal-Wert. Das bringt nichts. Da ist die Valkyrie ein bisschen zu strong. Jankos, der ist natürlich immer noch nicht tanky. Hat jetzt inzwischen ein bisschen Magieresistenz, auch ein bisschen Rüstung bekommen. Aber es wird noch ein Weilchen dauern, bis er da dann auch das entsprechende Leben hat, um nicht zu hart von den Gegnern bestraft zu werden. Der Backboard von Misfits voran. Damit zieht man sich jetzt einmal zurück, wird sich ein paar Items kaufen und dann wieder für den Push ansetzen. Der nächste Dach ist ein Wolkendach, wird also wieder ein bisschen vernachlässigt werden. Und ansonsten konzentriert man sich hier einfach auf, ja, auf ein 1-3-1 momentan noch. Ja, kann man aber gehen. Ja. Wie gesagt, dafür ist die Komposition ja so ein kleines bisschen ausgelegt. Klar, bei dem ist kein TP in der Mitte. Ich finde Exhaust bei 2 ADC ist absolut annehmbar. Aber im Prinzip ist das eine Siegbedingung für H2K. Dass sie hier den Push aufpassen. Und da kommt wieder die Kombo von Rakan. Jankos direkt abgeholt mit dem Damage von Maxlor. Man geht hier sogar noch ein bisschen hinterher. Shay muss jetzt die Ult nutzen. Geflasht, aber Wiedermähen sorgt hier für den Kill. Power of Evil geht sogar noch mal hinterher. Tower Argo abgegeben. Die Ashul trifft nicht. Und Igna hat das sehr, sehr gut eingeleitet. Hat diesmal sogar überlebt. Nochmal ein Schild an Maxlor abgegeben, damit er nicht zu viel Schaden kriegt. Und das Hallo, ich bin's. Der Kromp. Naja, auf jeden Fall. Riesenfehler von Jankos. Weiß nicht, was mit ihm los ist. Absolut unkonzentriert. Respektiert Rakan nicht. Er wird dreimal den freaking Grump-Arc angeguckt, ob er den noch wirklich machen soll oder nicht. Das hat ihn das Leben gekostet. Jeder weiß, der Rakan engaged super schnell und das kombiniert mit der Ult und Knock-Up. Das heißt, du wirst zuerst gecharmt und dann hochgeworfen. Na, es ist halt ein Instant. Dadurch ist es eine Instant-Dash-CC, wie ein Taunt. Von Shen quasi. Absolut respektlos. Das darfst du nicht machen. Hier. Überlegt immer noch. Und dann wundert man sich, dass man hart engaged wird. Und er hält halt nichts aus, er geht nicht Sinderhulk. Hat danach sogar noch geflasht und irgendwie versucht wegzukommen. Aber das ist Corki, der kann sich nicht nochmal heilen wie ein Botlaner, auch hier nicht davor gestellt. Das ist gerade echt schwaches Teamplay von H2K. Mhm. Der Arrow war natürlich, der ist einfach tragisch. Hat man versucht, sich zu setzen, hat dann aber doch nicht getroffen. Der Einnehmen auch nicht schlecht von Alfari wieder an der Stelle. Also mit Rumble macht er eine sehr, sehr gute Figur. Und H2K versucht hier gerade so ein bisschen zu trappen.
Die Frage ist, wird das reichen? Denn wieder 6400 Gold Vorsprung bei den Misfits. Ah, Hans-Dammer, oh, die wussten das schon. Man will mit dem Stun trotzdem auf Maxlor gehen. Ignar, aber mit einem sehr guten Charme wieder. Knock-up hat man sich lange aufgespart. Shay damit down. Und auch Oduamne, für den sieht es hier nicht so gut aus. Nächster Kill für Maxlor. Ja, und Misfits, die arbeiten sich hier einen richtig guten Vorsprung. Irgendwas nochmal mit dem Bauchhammer. Aber es ist halt ein Rakan, der ist super mobil. Der kommt da echt noch den Red Steel. Nuclear jetzt auch noch mit am Start. Die beiden Carries ja zum Glück noch am Leben, aber die Frage ist, wird das reichen? Denn Misfits steht insgesamt halt wesentlich besser. Ah, das Teamfight-Potenzial von HLK ist halt echt gerade eingeschränkt. Wie gesagt, du konntest jetzt nur einen bedrohen. Und Maxlor hat kein attraktives Ziel für die Ultimate von Oduamne. Er kann zu Repel gehen und keiner hat um Hans-Sammer gekümmert. Ich meine, der böllert da die Federn rein. Und ich denke, wir können froh sein, dass er nicht die Ult verwendet hat. Ja. Da wäre um einiges mehr gekommen. Und gerade diese Mid-Game-Fights, die so lapidar, so ganz lasch ablaufen, sind halt für Xayah super nice. Die haben einen super guten Support, der sie natürlich indirekt wirklich auch so ein Stück weit mobil macht. Hat jetzt einen 2-Item-Power-Spike. Bah, das ist... Also HLK darf sich jetzt nicht einmal, die dürfen jetzt gar nichts machen. Ja, sieht man den guten Prolly sitzen. Coach von HLK. Ich finde, der sieht immer so super witzig aus, wie so eine Maus. Weiß nicht warum. Aber die können sich tilten im Maus. Vielleicht ein bisschen. Wenn sie das erste Game wirklich gut für sich entschieden und jetzt halt brutal abgebaut. Die Komposition ist not bad, also man kann. Ja, auf sie jeden mehr Fall. Als spielen, aber... Also sie brauchen halt. Also wir haben jetzt zweimal Trinity Force bei der Midlane und bei der Toplane, was schon mal gut ist, aber was nicht reicht. Du brauchst halt eigentlich mindestens 2, am besten 3 Items, um hier wirklich die Oberhand erlangen zu können. Und das dauert halt. Also gerade wenn du immer wieder stirbst, jetzt im Farm auf der Toplane immer noch 20 hin. In der Midlane ist man vorne inzwischen. Das ist schon mal ganz gut. Und auf der Toplane jetzt gerade für Biven, der versucht hier die Wave zu clearen, ja, aber gegen 3 Mann hat er keine Chance. Oh, das war cool gemacht. Das war clever gemacht, ja. In den Busch geschossen von Lucian, um praktisch zu gucken, ob da Gegner drin sind. Dabei stand der Rest des Teams drin und somit verbiffen die, ja, so vorgegaukelt, sag ich mal, dass niemand da wäre. Das war eine gute Idee. Ja, aber ärgerlich, warum verbiffen da einen Ward platziert, anstatt sofort eine Rakete reinzuscheißen. Reinzuschießen. Ups. Hat niemand gehört. Also ich bin müde. Müde. Ja. Also Misfits, wie gesagt, müssen trotzdem so ein kleines... Mein Humor ist halt ewig. Der Humor von einem Fünfjährigen. Ah, tja. Einfach die schöne Rakete. Wards in dem Busch nochmal angezeigt. Die laufen fast zeitgleich aus. Das ist ja eine wunderbare Info an der Stelle. Insgesamt H2K jetzt ein bisschen entspannter unterwegs. Ja, schon Weiche ohne Kills hier vorhanden gewesen. Und Hans-Sammer mit Runans und Essenz über schon zu fertig. Hey, das ist halt ekelhaft. Das ist extrem gut im Verhältnis zu dem, was Nuclear gerade hat. Das ist gerade mal das Blade of the Rune King. Zweite Item noch nicht fertig. Ich könnte ein Runans oder halt auch von vielleicht noch ein Phantom Dancer werden. Nee, Runans ist zu krass. Phantom Dancer ist natürlich bei den zweiten ADC mit als Duellmöglichkeit gar nicht so schlecht, auch gegen einen Rumble. Aber sie brauchen jetzt wirklich möglichst viel Schaden an möglichst viel Ziehen gleichzeitig. Sonst wird das nichts. Aber eigentlich brauchen sie halt hingehen. Das ist das Cenkos. Ich verstehe das nicht, warum man das macht. Man hat einfach 2 Millionen Tonnen Schaden im Spiel. Und der geht nicht Tank. Du hättest ja auch vor allen Dingen sicherer somit ins Late Game kommen können, wo du eigentlich hin willst. Also die Begründung von wegen, wir sind im Midgame nicht so gut, vielleicht kriegen wir dadurch was besser hin oder so. Vielleicht ist das halt fürs Midgame besser. Ist halt nicht so schön, weil du willst halt eigentlich mit Oduamne und mit Verbiffen ins Late-Game kommen. Ja. Besser die Plan einfach ein Raubüberfall, jeder hat Uzi Waffen eingekauft und Jankos sagt, Leute, ich komme mit dem Fahrrad. Ja, anstatt mit dem Truck, ey, das ist halt übelst. Naja! Das ist sein Plan. Ja, ein Fahrrad ist vielleicht weniger auffällig. Es ist absolut unauffällig, aber das ist... Oha! Flash. Schöner Flash. Wir hier schon mal. Das war's, aber gut geflasht wieder von Power of Evil. Also der hat in diesem Spiel wieder gut reagiert. Trotzdem Exhaust vom Verbinden und der Damage sollte der auch reichen, halt immer Power noch. Of Evil noch bekommen zu können. Aber der Turn jetzt von Alfari und Maxlor, die beide rechtzeitig da sind. Auch Oduamne kann hier nicht mehr so viel machen. Der Damage natürlich gut bei Alfari, aber er konnte nicht mehr den Kill oder die Tode seiner Teammates verhindern. Alfari kommt hier nochmal ein ganzes Weilchen raus, dank des Charms, aber dann kommt Oduamne doch hinterher. Nochmal der Damage auf Elise, 2 Kills. Für ihn und auch Nuclear muss ich versuchen zu behaupten, aber schöne Ult von Hans-Sammer, aber gut reagiert.
mit der Ult von Nuclear. Odoamne kriegt nochmal den Kill und Igna jetzt der Letzte, der versucht rauszugehen. Oh und da ist H2K in diesem Fight gut dabei. Ein Ace. Kamel, Alter. Quadra-Kill für Kamel. Kamel ist ja gestört. Das ist halt der Punkt, wo sie hinwollen. Kamel wurde halt extra nochmal gebufft, dass sie wieder zu sehen sein wird. Und da, hier. Ja, aber man muss ja dazu sagen, der Hans, ey. Der Hans, der kam erst nach 2 Jahren dazu. TP von Rumble, relativ spät. Also man hat sich vorstellen, Power-Fee kämpft immer noch. Jetzt kommt erst das TP raus. Die Hans immer noch in der Mitte. Der pusht immer noch Midlane. Das heißt, Maxdor, der ganze Haufen kommt dazu, will da helfen. Oder haben natürlich im 1 gegen 1 mittlerweile mit einem, merkt man, Twin Force Power Spike, ne? Ja. Der reißt ihn auseinander und Hans ist immer noch nicht da. Das ist ein Riesenproblem. Nuclear wird sich gleich beteiligen, kann schon mal ein bisschen Schaden rausdonnern. Jetzt ist er zerstört. Ein cooles Play hier gleich gemacht. Na, wird jetzt hier mit der Ultimate nach vorne springen. Wurde aber dann trotzdem vom Arrow erfasst. Ja, und wenn Odoamne einmal an den ADC rankommt, ist halt vorbei. Und Braum ist ein cooler Partner. Hm. Je länger Braum lebt, desto mehr Betäubung hast du in den ganzen Fight. Und da, ja, dann würde ich halt auch sagen, Leute, es ist nicht gut gelaufen. Drake wurde jetzt ebenfalls gemacht. Das ist der zweite Infernal. Hier sieht man sehr Schaden. Es war einfach Odoamne. Er wurde einfach ignored. Aber der kriegst halt schon immer mehr Damage als der gegnerische Midlaner und der AD-Carry zusammen. Und das sind eigentlich 2 AD-Carries. Also sehr gut auch von ihm gespielt, natürlich sehr viele Möglichkeiten gehabt, immer wieder rauszugehen, sich ein bisschen zu erholen, Cooldowns wieder abzubekommen und dann wieder reinzugehen. Ja, das ist Titanic. Mhm. Wenn nach einem Teamfight Titanic geschenkt bekommt, das ist jetzt richtig bitter. Ah, in der Zeit versucht Misfits sich den Baron zu holen, aber eigentlich kannst du es gut abwehren mit Gragas, gerade wenn er es fast reinwirft. Er versucht hier wieder reinzugehen mit dem Charm, da kommt das Fass und die ganze Situation ein bisschen gleich zu deeskalieren. Ein Ebener von Alfari schon mal draußen und auch sehr viel Damage bisher bei den Misfits. Sowohl Alfari als auch Maxlaw sind hier beide unter der Hälfte und man holt sich jetzt einfach den Mid-Tower ohne Kompromisse. Ja, und Misfits, die müssen sich erstmal zurückziehen. Also so langsam fängt H2K an, ihre Combo wirklich richtig auszuspielen. Oh, was haben die denn gegen Tanks? Das ist so problematisch. Den Baron-Buff, wie gesagt, sie haben den Schaden, aber niemand kann ihn tanken. Maxlaw hat ein Full-AP-Build hier gewählt und eine Stoffrüstung und der Baron zerhackt den ein. Weil er 2 Auto-Tanks abbekommen, hat die Hälfte seiner AP verloren. Jankos ist ein Riesenfass, war super gut, ja. Hat richtig viel Chaos reingebracht. Hätten Misfits den Ward in der Mitte nicht gehabt. Na, viele fragen sich, warum so ist da bitte ein Ward? Na, ist aber super wichtig, weil sonst hätte oder haben wir den Fight wieder rumgedreht. Und hier, die können den nicht tanken. Die kassieren übelste Sorte. Hansam ist halb tot. Wegen 2 Auto-Tags. Ich meine, H2K kann auch nicht tanken, weil Jankos nicht weiß, wie Tank-Items aussehen. Aber das ist gerade richtig bitter für Misfits. 5000 Gold Vorsprung. Merkst du relativ wenig von, weil Odoamne hat die ganze Kohle. Und er hat bald wieder TP. Das heißt, er kann jetzt langsam mal, aber sicher auch mal Split pushen gehen. Ja, und bei 3 Items sollte es auch vorbei sein. Also jetzt wird schon schwer. Alleine kannst du ihn kaum aufhalten. Da kommt nochmal eine Ash-Hold und das war es eigentlich schon für Xayah. Tschüss. Der bleibt einfach noch stehen, er weiß ganz genau, ist. Waste of jetzt time! Der Midlane-Engage von Jankos. Max noch keine Chance. Double Kill. Nee. Und sogar Corki hat es geschafft, sich hier Lucian abzuholen. Man Scheiß alleine, aber nicht mehr lange. Ja, und Alfari, die beiden werden hier Shane nicht bekommen, bevor Odoamne und Jankos da sind. Slow, komm nochmal, da kommt der Charmversuch. Auch der Einebner nicht schlecht. Aber der Damage von Odoamne einfach inzwischen viel zu hoch. Der hält auch einiges aus mit Titanic Hydra. Oh nee, Misfits, was ist mit euch los, ey? Das war's, die ganze Führung ist weg. H2K ist jetzt vorne, weil sie haben 2 Infernals. Ja. Oh nee, und jetzt noch den Baron. Misfits, was ist mit euch los? Die Happele Pups einfach nur brainless. Oh, wie bitter. Und das ist halt LCS in a nutshell, ne? Du machst halt einen Fehler und der Gegner ist komplett zurück. Aber man muss auch sagen, dass die Kombo von Misfits nicht so gut skaliert wie die von H2K. Natürlich ist Xayah extrem gut. 10.000 Gold vorne. Aber Elise fällt ab. Ja, natürlich. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber sie hatten auch eben aus dem kleinen Vorsprung, den sie hatten, wenig machen können. Auf jeden versucht das halt super gut, aber es reicht halt einfach. Er hat zu spät exhausted. Er hat die ganze Kombo sich über sich ergehen lassen. Das war ein Riesenfehler. Und mit dem QE. Und Ignite. Rakan Q getötet Ignite. Zu werden, also ist halt wirklich. Er hat auch noch Ignite genutzt. Ja, das ist trotzdem nicht schön. Mhm. So, hier aber nochmal der Versuch, nochmal das Ganze zu re-engage. Wie gesagt, auf Alfaris Damage konnte man sich ziemlich lang verlassen, wurde aber hier perfekt exhausted. Ja, die haben hier versucht, Odoamne zu trappen. Er läuft einfach super weit außen rum. Das sind 4 Leute, Alter! Ja, er zieht halt 4 Mann auf sich. Jetzt könnte man eigentlich. Oh, der Sprung abgebrochen! Aber gut abgebrochen. Da kommt noch der Flash in der jetzt Shay auch noch dabei. Oh, nee. Ja, und 4 Mann gerade auf die Botlane gestellt. Du verteidigst jetzt zwar den Tower, aber du verlierst in der Mitte in den Tier 2 Tower, was viel, viel schlimmer ist. Oh, nee. Das ist so bitter! Einfach nur ekelhaft. Und jetzt kommt Odoamne einfach wieder. Und macht den Turret kaputt. Genau, genau. Er macht halt
das, was er eh tun wollte, nur ein bisschen später. Und dafür kriegt sein Team in der Midlane zwei Türme, fast sogar noch den Inhib. Schön, das war's wieder gut eingesetzt. Man hätte sogar noch die Ultimate von Braum, um da die Gegner abzuhalten. Auch die Eschuld, also du hast super viel Disengage und kannst die Misfits sehr lange beschäftigen, sodass Odoamne auf der Botlane ein bisschen ranpushen kann. Der Inhib auch fast zerstört, also viel wird er nicht mehr aushalten. Da kommen die Raketen von Corki. Gute Nacht, Hans Zimmer. Das tut natürlich ordentlich weh. Phosphorbombe hätte auch fast noch getroffen. Ah, Misfits, das wird halt schwer, das zu verteidigen. Also ich kann mir kaum vorstellen, wie man das nochmal machen will. Mit Inhib jetzt down. Man muss ja auch hier an der Stelle HK loben, ne? Weil sie haben halt so lange einen kühlen Kopf bewahrt. Ja, klar. Und klar, einen Fight so hart ausgenutzt und jetzt snowballen sie das Game, weil, wie gesagt, die Combo einfach besser ist bei Gleichstand. Und den haben wir jetzt ja mittlerweile erreicht, beziehungsweise HK hat sogar überholt. Wenn wir noch eineinhalb Minuten quasi den Baron, was sehr lang ist, oder haben natürlich Bock, auf die andere Seite der Karte zu gehen, da ist eine riesen Wave. Oder Wamne hätte bestimmt auch Bock gehabt, sich einen Pentakill zu holen vorhin, aber es war nur ein Quadra. Lol, Alter. Das war halt... Camille, ne? Das hat immer noch ein sehr, sehr starker Charakter. Genauso wie Fiora. Also super gut im Split-Push, aber du kannst halt auch im Teamfight, weil sie mechanisch so stark sind, super viel mit ihnen erreichen. Die Fiora hat ja den Nachteil der Camille gegenüber, dass ihre Ultimate nicht so stark ist. Ja. Also die ist super nett, aber die ist ja quasi schwach, wenn jemand downburstest und die andere die Arbeit machen lässt. Aber Camille kann ja die Leute erstmal zonen und wirklich gut voneinander trennen. Und manchmal bei ihr reicht halt echt nur eine Sekunde. Ja. Und das war's. Und teilweise schaffst du es halt auch damit, gegnerische Spells zu dodgen, was halt auch nochmal ein super Vorteil ist, was Fiora nicht kann. Sie konnte es früher, da war Riolt aber ziemlich overpowered. Wobei, Fiora hat halt das Weh, ne? Das Weh ist halt... ja, klar. Weh ist hell. Aber die frühere Fiora-Ult, da gab es noch Leute, die haben sich einfach nur Tiamat geholt oder Hydra sechsmal und dann sind die einfach tsching, 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 tsching. Einfach nur tode Aoed. Ja, ah, das war halt einfach, das waren die guten alten Zeiten, wo LoL-Champs super balanced waren. Mm. Hust, hust. Das war wirklich balanced. Na gut, dritter Drake, drei Infernals. Ja. Drei Infernals mit einer Double ADC kommt, einen Hyper Carry Toplane. Das ist halt GG. Der hat 380 AD. Und das sind nur 3,5 Items. 57 AD waren es gerade sogar noch. Ah ne, Movement Speed waren es, glaube ich, gerade. Ja, er hat einfach mehr AD als Movement Speed. Das ist halt einfach super strange. Das ist kein gutes Zeichen. Oh ne. Ist das bitter. Das ist halt einfach gut. Als Misfits-Fan. Und Wamne hätte jetzt sogar noch Teleport übrig. Also du kannst jetzt auf der Toplane ein bisschen ranpushen. Lucian wird es nicht alleine schaffen, den Tower gegen dich zu verteidigen. Im Notfall bist du halt wieder auf der Botlane am Start. Der nächste Tower jetzt aber down, auch auf der Toplane. Muss man nur auf die nächste Wave warten. Die hat Lucian ganz gut spielen können. Das ist eine Rakete. Wamne läuft jetzt aber einfach runter. Nächster Inhibitor down. In der Midlane kommen jetzt auch langsam die Super-Vasallen an. Die gehen jetzt alle nach oben. Oder? Jetzt, ja, könnte man auf jeden Fall. Weil dann hättest du drei Inhibitoren offen und dann kann Misfits wenig machen. Das wäre die sichere Variante, auch wenn sie hier noch mal ein bisschen länger dauert. Sie tauschen nochmal komplett. Hey, was macht denn Red Buff? Red Buff. Nee, nicht Red Buff. Das ist Red Buff. Oder ist das Red Buff? Buff. Ja, Red Buff. Red Buff. Red Buff. Einfach nur Red Buff. Red Buff! Und auf der Top-Lane, ja, hat man versucht einmal reinzugehen mit dem Knock-Up, musste dann aber selbst im Endeffekt nochmal rausspringen, damit man nicht von H2K hier geholt wird, weil die können auch ziemlich gut turnen tatsächlich mit den Fähigkeiten, die sie haben. Die haben halt extrem viel Engage- und Disengage-Potenzial mit Ashult. Raumult, Eiersult. Ist halt alles vorhanden, gleichzeitig Longrange Poke von Verbiven. Und den Tower, den nutzt du dir super easy, während Oduamne auf der Botlane weiterhin Stimmung machen kann. Hat auch jetzt zwei Waves, die mit Super Vasallen da reinkommen. Static, weil einfach Static Rakete GG, Alter. Ah, Corki. Corkis Schaden wird wahrscheinlich auch zweimal die Skala des Spiels gesprengt haben. Und er hat halt vor allem die Infinity Edge Variante genommen. Also nicht Rapid Fire Statics oder so, sondern wirklich, hallo, ich töte dich. Richtig weh. Man wartet jetzt auf die nächste Wave auf der Toplane. Jay denkt sich ein bisschen tanken kann man. Alles da klar. Kommt der Engage von Igna. Bauchrammer von Jankos von der Seite. Die Ashold geht auch nochmal rein. Eduamne kommt. Oh, der platzt zu. Aber der geht jetzt erstmal in den GA. Und da kann Misfits fürs Erste den Tower nochmal ein bisschen verteidigen. Repair jetzt genutzt von Elise. Rankos. Oh, die sind so low. Nochmal reingehen. Igna wird hier von Oduamne getötet und er kommt trotz des GA raus. Luke leer. Der Damage von ihm reicht nicht, um den Rest der Gegner abzuholen. Die sind alle extrem low. Der große Vorteil von Misfits ist, sie sind an der eigenen Base und können sich da heilen. Oh, nee. Ah, Oduamne. Das ist halt krass. Wenn alle auf Damage gehen, dann passiert halt sowas. Ja. Ja, die platzen alle auf. Und knappe Kiste. Na, trotzdem zwei Opfer. Wie wir sein Blade nicht benutzt, vielleicht hätte das irgendwann die Situation geändert. Ja. Aber war super close. Muss man anschauen, weil ärgerlich vor Oduamne, er wurde einfach instant changed CC. Jetzt gibt es aber ein Thornmail für ihn, um den beiden AD-Carries dann gegenzuwirken. Ja. Das stimmt, aber hier geht er erstmal rein, zack, und kriegt jetzt halt sofort den Cocoon ab, ist dann gerootet, verbrennt.
Wie gesagt, unterm Turret ist doch nicht so angenehm. Verbivin und Nuklear geben zwei größte Mühe. Nuklear ist sogar rüber geflasht. Oh nee, die sind so mobil, aber auch gleichzeitig so dermaßen tödlich. Der ist halt wirklich bitter. Zack, da kam nochmal das Volley hinterher. Also wirklich, das ist halt wirklich krass, Klaus gewesen. Na? Eieiei, guckt euch die Damage-Grafen an. Ich bin's. ADC. Gorkin. Das ist einfach Doppel ADC kommt besser als nur Damage. Das ist halt so bitter. Das sehen wir immer häufiger tatsächlich in den letzten Tagen. Wir sehen jetzt auch tatsächlich doch keinen Thornmail bei Odo Amnes, sondern hat sich für Sterax entschieden. Sterax ist eine gute Idee. Ja. Das kann man auf jeden Fall nehmen. Kriegst nochmal richtig viel Base AD, die bei Camille sowieso recht hoch ist. Base AD, Synergy mit Trinity Force. Das sind alles Argumente. Ist das hier Backdoor Odo Amnes? Backdoor Amne. Oh, ist sogar ein guter Flank. Oh, der ist sehr gut. Pop, Evil, keine Chance, da rauszukommen. Da kannst du halt leider wenig gegen machen, außer sterben. Inhibitoren können jetzt somit wieder geholt werden. Auf der Botlane ist der auch immer noch offen. Heißt, eine Super Minion Wave wartet hier schon, um die gegnerischen Nexus-Türme angreifen zu können. Die zweiten kommen sogar direkt. Also zwei ziemlich gute Waves auf der Botlane fahren. In der Midlane braucht man ein bisschen länger. Oh Gott, der Wave, der ist aber auch not bad. Toplane ist leider nicht rangepusht. Man zieht sich jetzt nochmal zurück, geht wahrscheinlich Richtung Baron. Ja, dieses Game wird noch ein paar Minuten gehen. Oh, so ein paar Minuten habe ich kein Problem mit. Auf ihre. Andrache tatsächlich auch in 1 Minute und 40 Sekunden da. Also zwei Buffs, die H2K dieses Spiel hier wesentlich leichter gewinnen lassen würden. Und den Baron, den kannst du nicht verteidigen. Da hat Mist jetzt gerade einfach nicht die Möglichkeit zu. Damit sollte dieses Spiel wirklich komplett gegessen sein. Oh, das noch. Oh, der wurde, glaube ich, nicht gesehen, oder? Das reicht nicht, ne? Oh, super close, ne? Ja, dann bist du weiter rechts gesetzt, aber. Es ist halt ein Baron TP, das heißt 4 Sekunden hat jetzt auch sich noch einen Trank gegönnt, ist ein kleines bisschen größer geworden. Ja, und dann natürlich auch kräftiger, weil weiteren Damage braucht er gar nicht. Das deutet natürlich auch immer schon so ein bisschen darauf hin, dass man das mit der nächsten Aktion beenden will, weil man einfach zum einen nicht genug Geld hat, um das letzte Item zu vollenden und halt ja, auch nicht mehr zwingend sparen muss. Odo Amne will jetzt ins 1v1 gegen Maxlo, aber der Rest des Teams von Misfits kommt dazu und damit ein Shutdown für Hans Summer. Der dritte Tod wurde one, ne? Und das verlagert jetzt natürlich die Push, oder den Push-Versuch, die Push-Strategie von H2K. Ja, ohne ihn können sie nicht fallen. Eine Minute. Ja, du hättest ihn jetzt halt wieder auf eine Sidelane geschickt und mit den anderen vier entweder Toplane gepusht oder Corki nochmal ein bisschen Richtung Midlane abgestellt. Das wird jetzt natürlich dementsprechend schwierig. Also, hatte man wenig Sicht im Gegner-Jungle, also dass man sich das erlaubt hat, da reinzugehen. Er wurde halt einfach beim... Elder Drake Warden. Und dann hatte ich nicht jetzt gedacht, ja, der wird gleich da sein. Irgendjemand wird das machen. Das heißt, wir werden einen kriegen. Haben jetzt sogar den besten bekommen, weil es ist ein Shutdown. Und Guardian Angel ist ja immer noch auf Cooldown. Aber du hättest da aber nicht zwingend reingehen müssen. Also, wie schon gesagt, er wollte ja Warden. Er hatte keine Ahnung, dass die da waren. So. Zudem, man muss ja dazu sagen, die Ward-Anzahl geht ja dramatisch zurück im Late Game. Weil du hast halt quasi nur den Support, deine Slots sind alle voll. Du kannst also keine Control Wards mehr kaufen als Carry und hast nur dein Trinket. Das ist halt immer da. Beziehungsweise er hat noch ein Trinket, deswegen muss er da hin. Die Raketen von Verbiffen, die tun halt einfach so weh. Jetzt kommt aber Power of Evil. Möchte sich da ein bisschen revanchieren. Macht damit Lucian nicht mehr genügend Schaden, um da direkt mithalten zu können. Ebner und Maxlor warten an der Seite. Sie sind hier im Endeffekt diejenigen, die engagen auf Misfits Seite. Zusammen mit dem Ein-Ebner von Alfari. Ja, oder hallo. Jetzt wieder da. Tausender Kritik. Also wieder die Midlane runter. Jei. Ja, der Andrache wäre auch ein Ziel, aber man versucht jetzt sich erstmal wieder die Inhibitoren zu holen und damit... Misfits an einem Verteidigungsversuch zu hindern. Der Damage, den Power of Evil bekommt, ist einfach riesig. Wir biffen den Auto-Tag und damit kann man sich den Tower holen. Jetzt auch keinen Schutz mehr für Misfits. Odo Amne lauert schon auf der Seite. Wave Clear hat man auch. Dank des Statik-Stichs so ein bisschen indirekt. Ja, und der Inhibitor, den man jetzt hier anfängt auf der... Oh mein Gott, schon wieder! Odo Amne, der sich da den Inhibitor holt. Da kommt der Charm Engage von Rakan wieder. Nuklear kann sich aber gut mit den Schilden wehren. Auch nochmal... Der Knock-Up von Shay und der Damage ist ja gemacht vom Hand. Odo Amne kommt jetzt von der Seite rein, holt sich zwei Kills und das ist das Ace well für played. H2K und 2-0, die mit ihrer Kombo wirklich sehr lange durchgehalten haben, wirklich ruhig geblieben sind und sich damit den verdienten Sieg gegen Misfits geholt haben, die am Anfang wirklich einen guten Vorsprung hatten, aber daraus einfach nichts machen konnten. Absolut well played von H2K, super cool geblieben, es geschafft zu scalen und Misfits hat einfach eiskalt verlernt, wie man Spiele beendet. Das ist halt wirklich bitter. Ihre Kombo war dazu ausgelegt, im Midgame super weit vorne zu sein und dann diejenigen Platz zu machen. 10.000 Gold waren sie vorne, das ist halt so tragisch, ne? Dass natürlich auch dieses Spiel
Comeback-Möglichkeiten eingebaut hat. Ne? Wenn du 2 Kills hast und du mehr oder weniger stirbst, gibt es ja auch globales Gold ab. Ja. Und wenn jeder globales Gold wert ist, dann hast du einfach nach einem 10.000 Vorsprung quasi nur noch 5.000 nach einem Teamfight. Und das ganze Gold auf Gemüll gegangen, dank des Quadra-Kills. Und Udo Amner dann sehr lange, sehr hart gecarried. Eieiei, das ist halt, das sind die Momente, wo du einfach nur die Faust in den Monitor versenken möchtest. Weil das muss halt unfassbar frustrierend sein. Ja. Kann ich mir auch auf jeden Fall gut vorstellen, weil wenn man so weit vorne liegt und so viele Objectives hat, dann denkt man sich, ja, wir können es gewinnen, wir können jetzt weiterhin die Objekte alle nehmen, ja, den Drachen etc. Hat man nicht geschafft, H2K hat hier einfach lange durchgehalten, auch ihr Scaling ausgenutzt, weil sie hatten halt gut skalierende Charaktere, trotz des Gragas-Builds, der dir nicht so gefallen hat. Ja. Also am Ende haben sie auch 3 Infernals, ne? Das muss man auch dazu sagen, was da diesem Scaling nochmal übelst geholfen hat. Sie haben es auch nicht geschafft, aus dem viel zu machen. Sie hatten halt früh viel Türme und hatten auch viel Gold, aber sie haben halt Drachen zum Beispiel nicht bekommen. Gechillt. Ja, deswegen, sie waren halt sehr passiv dafür unterwegs, dass ihre Kombo eigentlich wieder ein Timer hatte. Ähnlich wie im ersten Spiel. Super tragisch. Wir machen jetzt Folgendes, wir machen 5 Minuten Pause. Danach wird es eine Analyse dieses Spiels geben und danach ist der Spieltag quasi schon vorbei. Ja, aber es gibt Games, noch ein A mitten in der Nacht. Es gibt mitten in der Nacht noch ein A. Na, das wird natürlich auch wunderbar überbrückt werden. Aber uns beide werdet ihr nicht mehr sehen. Wir machen pure Entspannung. Ihr werdet jetzt aber in 5 Minuten die Analyse dieses Games erleben und natürlich noch einen Vorausblick, was denn die kommenden Tage so ist. Bis gleich. Mach das